Willkommen zu einer neuen Folge GameTube Talk und nach unserer fantastischen Folge mit dem Jahresrückblick auf 2023 machen wir heute weiter mit einem Jahresausblick. Da verleihen wir noch keine Awards, das machen wir dann vermutlich Anfang kommenden Jahres wieder. Oder sollen wir Awards verleihen? Nee. Für Schauen wir meist mal. erwartetes Spiel, größte Enttäuschung, von der wir uns jetzt schon sicher sind, nein. Jeder von uns hat sich 5 Spiele rausgepickt. Ob es da Schnittmengen gibt, werden wir sehen. Und das macht dann insgesamt 15 Spiele plus vielleicht ein paar Runner-ups, die wir gemeinsam in diesem Jahr unbedingt spielen wollen. Ob die dann alle in diesem Jahr erscheinen, werden wir sehen. Und mit mir wie immer in dieser Runde Martin und Fritz. Und Martin ist Hallo. etwas unscharf für alle, die uns sehen können. Jetzt geht's. Das Bild auch. den grünen Schimmer hast du auch, genau. Wer das hier nur hört, kann das Video auch bei YouTube sehen. Wer das hier nur sieht, kann sich das auch als Tonspur, als Podcast anhören. Fritz, ich erteile dir das Wort. Wir haben doch unsere Sachen abgeglichen. Also von daher, eigentlich dürfte es ja keine Überschneidung geben, oder? Also Martin hat seine nicht in unseren ihr gemeinsamen beiden Chat. habt das Martin vorhin hat im sich Chat verraten, gepostet. das Stimmt. Aber Aber er ihr konnte habt. sich daran orientieren, was wir Ja. haben und dann nicht das nehmen, weil wir wollen ja nicht doppelt Sachen drin Ich haben. habe es einfach Deshalb. umgekehrt gemacht. Ich habe einfach die Hausaufgaben bei euch abgeschrieben. Ich habe das gleiche jetzt. Wir haben auch Dann als aber Feedback eins zur zu letzten. eins im identischen Wortlaut, bitte. Wir haben auch als Feedback zur letzten Folge bekommen, ob wir es tatsächlich mal schaffen werden, uns nicht Was? gegenseitig zu unterbrechen. Ich glaube nein, aber wir können uns ja mal Mühe geben. Vielleicht klappt es ja. Wer fängt an? Ich habe jetzt schon so viel geredet, wer anders fängt an? Dann fange ich an, weil wie wollen wir es denn machen, in welcher Reihenfolge? Jetzt nach Erwartungshaltung, nach Vorfreude sortiert oder eher nach also chronologisch, nach Erscheinungsdatum? Also bei fünf, wir durften uns nur 5 Spiele für dieses Jahr aussuchen, für die Vorschau. Da mache ich doch jetzt nicht noch eine einzelne Sortierung nach, wie sehr ich mich drauf freue. Ich musste 50 Spiele rausschmeißen, auf die ich Das mich hat Daniel freue. gesagt mit diesen 5 Spielen. Ich weiß auch nicht, was das Ja, weil der immer sollte. so viel redet. Ja, das überhaupt, also Und da fünf will ich Spiele jetzt ist nicht noch wirklich ein eine. bisschen wenig. Du kannst auch mehr sagen dann. Nee, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Da will ich jetzt keiner ihrer hier Ja, aber welche reinbringen. Sortierung hast du denn dann, wenn du jetzt sagst, du hast 5 Spiele? Ja, einfach 5 Spiele? Sag mal, wie schwer ist denn das bitte? Ja, das ist Was nicht machen wir denn schwer, jetzt für aber eine das ist komplizierte doch, Sache da als ich da jetzt die draus? Liste angefangen habe, dann kommt ja irgendwas zuerst in den Kopf. Das ist ja wahrscheinlich das Spiel oder die ersten paar, die einem einfallen, sind ja wahrscheinlich die Spiele, auf die man sich am meisten freut, oder? Das ist Ist dann bei ja mir nicht so irgendwann. leicht. Ich muss tatsächlich mir immer Listen durchschauen, weil ich so unglaublich viele Titel immer bearbeite Okay. und einfach im Blick halten muss. Ist jetzt nicht so, wenn ich auf ein Spielejahr gucke, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so 10 Titel sagen kann. Nee, ich weiß halt ungefähr 300 Titel, die kommen sollen. Und da brauche ich immer erstmal eine Ordnung, um zu wissen, wo fange ich dann an. Okay, dann Dann machen wir es fang jetzt doch so. einfach mal an. Ich fange an und wir machen es dann Warum? so, dass wir grob nach Vorfreude. Ihr habt ja bei 5 Titeln ist ja nicht so schwer. Die kannst du ja jetzt ja noch im Geist sortieren. Dann musst du mir auch nicht zuhören. Das ist ja der andere Vorteil. Du kannst dich auf deine Liste konzentrieren und die eben neu sortieren. Oh, das ist gut. Da habe ich ja jetzt eine halbe Stunde Zeit. Ja, es Genau. ist eine halbe Stunde Zeit. Okay, Dann wenn ich fangen wir jetzt, an, Martin. dann muss ich jetzt Jetzt. selber auch noch mal. Ich hatte es nämlich eigentlich chronologisch. Dann fangen wir jetzt an. Liebe Zuschauer, Sie können die ersten 10 Minuten dieses Podcasts verschlafen haben und haben noch nichts verpasst. Doch, das Beste. Das ist ja genau das. Da habe ich mit Daniel letztens drüber gesprochen, dass ich das Zeug mir sehr schätze, so an Podcasts, die ich gerne höre, dass man da ja diese Interaktion haben möchte oder einfach, wenn ich jetzt nur die puren Nachrichten haben möchte, kann ich ja auch mir einen Wikipedia-Eintrag durchlesen oder halt Ja. nur die Dings sein. Man will ja das Menschliche. Bei uns schon, hoffe ich. Also Martin, Mensch Martin, lege Mensch, los. Martin. Trage deinen vorbereiteten poetischen Ich habe Referatstext auch nichts vor über vorbereitet. deinen Ich habe mir die ersten Sachen Titel. rausgesucht. Sehr Mal gut. gucken. Hoffentlich fällt mir was Gutes dazu ein. Ich nehme. Ich fange an mit Black Myth Wukong. Das ist vielleicht das Spiel, was ich am spannendsten finde, was dieses Jahr rauskommt. Erstmal bin ich ein großer Souls-like-Fan. Und das sieht so aus, soll ja wohl auch eins werden. Das sieht sehr nach einem Sekiro aus. Natürlich einmal vom Setting her spielt ja. Es ist die Geschichte, die Reise nach Westen, Journey to the West, die auf einer chinesischen Sage beruht. Und das finde ich allgemein spannend. Das sieht sehr kreativ und fantasiereich aus, wenn man sich den Trailer anguckt. Finde die Figuren total klasse. Also es ist richtig toll. Auch da erinnert es sehr an Sekiro. Und auch die Spielweise, sehr actionreich, sehr schnell. Grafisch sieht es richtig cool aus. Sieht top aus. Nicht nur vom Art Design, sondern auch technisch. Und ist gleichzeitig aber auch ein großes Fragezeichen, weil man natürlich jetzt nicht weiß, was man von dem Entwickler da erwarten kann. Ob das jetzt nicht eben, wenn ein neues From-Software-Spiel rauskommt, wo man schon sicher sein kann, dass das wohl ein Knaller wird.
sind da eben ein bisschen mehr Fragezeichen dran. Auch wenn das prinzipiell anscheinend schon ganz gut aussieht, von dem, was andere Leute so berichten. Ich habe den Trailer nochmal angeguckt jetzt als Vorbereitung und das sieht alles cool aus. Zwei Sachen sind mir tatsächlich aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so kritisch bin. Es gibt so eine Szene, wo er so einen Abhang runterrutscht an so einem Berg, so Schnee. Und eine andere Szene, wo er von so einem Tornado erfasst wird, die Hauptfigur. Da habe ich mich gefragt, ob das irgendwie so blöde Umgebungseffekte sind. Zum Beispiel, dass diesen Berg runterrutscht, das sieht nicht so aus, als wäre es ein Gebiet, wo man dann nachher wieder hoch könnte, sozusagen. Ne? Sondern wie so ein, vielleicht eine Verbindung zwischen zwei Leveln oder was. Und das sah dann eher aus wie so ein Snowboard-Level, wo man nach rechts und links ausweicht, irgendwie so ein Baum vielleicht noch. Ich überinterpretiere das total, weil das irgendwie nur so eine Dreiviertelsekunde in dem Trailer ist. Aber so eine Szene bräuchte ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil das sowas wirkt, das ist so ein, kein Quicktime-Event, aber auch kein richtiges Gameplay. So. Und das mit dem Tornado, wo da so ein bisschen drin ist, sah auch genauso aus. Das ist so ein ganz kleines Warnzeichen, aber mein Gott, das ist halt, kann man nicht wirklich aus dem Trailer rauslesen, zumindest wahrscheinlich nicht ernsthaft. Und ansonsten sieht alles toll aus. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwie mehr zu dem Spiel wisst, als ich vielleicht, aber das ist so ein bisschen neben einem anderen Spiel das, worauf ich mich vielleicht am meisten freue. Ich weiß nur, dass die Entwickler irgendwelche Sexismusvorwürfe im Studio haben und dass das ganz schöne Schlagzeilen gemacht hat. Wieso, was war da los? Ja, da war jetzt über mehrere, ich glaube über einen längeren Zeitraum schon immer wieder Vorwürfe, dass das da wohl ein bisschen, sagen wir mal, unschön zugeht oder unschön zugehen könnte. Und ich glaube auf der Gamescom mal letztes Jahr, hatte ich irgendwo gelesen, war sogar eine anspielbare Demo da. Also ich war ja nicht auf der Gamescom. Aber da hatte ich es irgendwie gelesen, dass da wohl irgendwie was gäbe. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich hatte das tatsächlich auch vor den Game Awards gar nicht so richtig verfolgt. Da ist es zum ersten Mal wieder so richtig mein Bewusstsein gerückt. Ich wusste schon noch mal, dass es das gibt. Naja. Und das soll rauskommen. Ich habe mir das auch aufgeschrieben am 20.08. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Ne? Knapp 7 Monate. Da werden wir sicherlich im Sommer dann noch mal dann Näheres erfahren, wenn es dann Richtung Release geht. Es ist auch genau Gamescom-Zeitraum dann wieder. So Mitte, Ende August hoffen wir, dass im Zuge des Wahnsinns, der zur Gamescom auch an Neuankündigungen und so und Schlaglicht dann auf andere Spiele, dass das dann noch entsprechend Raum bekommt, wobei es wahrscheinlich ein paar Tage vor der Gamescom released wird. Aber ja, ist auch Ferienzeit. Normalerweise eher so Sommerloch. Ist jetzt nicht der schärfste Release-Zeitraum. Kann schon sein, dass das was wird. Ich finde es tatsächlich persönlich auch von alleine von der Optik und von dem Fantasiereichtum der Gegner sehr interessant. Bin halt jetzt nicht der größte Souls-Fan und wie ich mich und mein Frustlevel kenne, ist es wahrscheinlich nichts für mich, genau wie Sekiro und ähnliche auch nicht. Aber rein vom Optikfaktor her bestimmt eins der schönsten und spannendsten Spiele dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das was für ein Let's Play ist auf diesem Kanal, aber wahrscheinlich ist es ziemlich anstrengend. Zu zweit mit Sessions finden. Mal gucken. Naja, das ist mein erstes Highlight. Dann erteile ich das Wort dem Fritz. Dann nehme ich mal Tempest Rising als meinen ersten Titel. Das ist ein neues Strategiespiel, das eigentlich schon hätte letztes Jahr rauskommen sollen. Geht sehr in Richtung Command & Conquer, auch mit Zwischensequenzen und einem Commander, der am Anfang da Sachen erzählt und relativ, sagen wir mal, relativ überschaubares RTS-Gameplay. Also wie Command & Conquer ja auch war, das war ja nie ein Hardcore-Strategiespiel, sondern wirklich im Notfall baut man sich halt irgendwie 20 Mammutpanzer und dann macht man alles platt. Und das ist genau die intellektuelle Schiene, die ich bei einem RTS haben möchte. Weil ich nie so der Riesenfan von so Mikromanagement war. Ich mag es überhaupt nicht, zum Beispiel, wenn Einheiten Spezialfähigkeiten haben, die man einzeln aktivieren muss, die man nicht irgendwie auf Autoloop oder so stellen kann. Das finde ich total doof, weil ich das in fast noch keinem Strategiespiel als sehr gut steuerbar empfunden habe. Es war immer fummelig und ich hatte dann immer eher genervt, dass ich so dachte, hey, ich steuere da Soldaten und wenn ich nicht jeden Klick für die einzeln mache, sind die zu doof für alles. Das fand ich immer ein bisschen nervig in diesem Genre und deshalb mag ich es ganz grundsätzlich ganz gerne, wenn einfach eine Strategiespieleinheit eine Einheit ist, die hat die und die Werte, die funktioniert auf die und die Weise und dann ist gut. Dann
sollen sie mir eine andere Einheit geben, wenn sie irgendwas anderes damit machen wollen. Das ist jetzt hier bei dem Tempest Rising, sind auch Spezialfähigkeiten mit drin, aber ich glaube, man kann es, oder ich hoffe zumindest, man kann es ein bisschen umgehen. Kann man ja in vielen von diesen Spielen umgehen. Ich habe jetzt auch wieder Homeworld gespielt, da kann man es ja auch oft umgehen. Aber ich hoffe halt, dass das hier halt auch geht, weil auch hier war es wieder so in der Demo, die man spielen kann. Ja, ist ja schön, dass ein paar Einheiten Spezialfähigkeiten haben, aber in dem Chaos, was dann da entbricht und auch so, wie ich meine Einheiten kommandiere, nämlich großen Kreis drum und alle markieren und los, kann ich das sowieso nicht nutzen. Also dann gib mir lieber Upgrades und sowas. Also dann gib mir lieber was im Hinterland quasi, also in der Basis was zu tun. Ja, aber es sieht nett aus. Die Demo spielte sich okay, war jetzt nicht der Oberhammer, aber war okay. Und wenn das irgendwie eine schöne, gut strukturierte Kampagne hat, wo nette Sachen passieren, dann hätte ich einfach gerne mal wieder sowas in diese Richtung, weil ich sowieso gerade ein bisschen im RTS-Fieber bin und mir irgendwie Act of War wieder hingemoddet habe und Homeworld jetzt gerade wieder spiele. Mich auch sehr auf Homeworld 3 freue. Und wieder merke, wie viel Spaß so eine klassische RTS-Story-Kampagne macht, wenn die irgendwie auch schön mit schönen Story-Elementen verbunden ist. Es muss jetzt nicht super tiefer Story sein, aber ich merke, dass ich diesen Rahmen brauche, damit ich das weiterspiele. Also fürs Gameplay allein habe ich auch nie Command & Conquer gespielt. Aber ich habe jetzt auch Command & Conquer 3 nochmal installiert. Das ist so geil. Das funktioniert aus der Box heraus in WQAD. Du kannst die Tastaturbelegung komplett umlegen. Das ist immer noch so modern. Ist das Dreier das mit der völlig bekloppten Story? Ist eine gute, doofe Frage bei Command & Conquer. Aber das ist aber schwierig. Also das ist eine super schwierige Frage. Ich weiß. Welches C&C war das mit der bekloppten Story? Also das Dreier ist das, wo dann auch die Aliens angreifen. Und ich habe nur Starcraft? Eins, ich weiß nicht mehr, welches das ist, aber es gibt eins, was halt völlig irre ist. Also wo du vielleicht leicht. Also es ist schon, aber es ist auf jeden Fall das mit Michael Ironside drin. Allein dafür liebe ich es schon sehr. Und auch so, diese Besetzung ist halt auch so geil, wer da alles mitspielt. Hier Boomer aus Battlestar Galactica und so. Voll cool. Also ich freue mich total drauf, das nochmal durchzuspielen. Ich glaube, ich meine das Dreier. Ja, es kann durchaus sein. Ja. Also sie sind da schon ganz schön, sagen wir mal, weit vorgeprescht. Aber es ist, also super. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass das, dass diese Live-Action-Sachen so weggestorben sind, weil für einen bestimmten Schlag von Spielen, finde ich, hatte das Charme. Ich habe jetzt Crusader nochmal installiert, also Crusader No Remorse, das ist ja auch Live-Action-Briefings. Oder also in so vielen Sachen, in den MechWarrior-Spielen und so, also auch in vielen Spielen, wo ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass die Live-Action-Szenen hatten. Irgendwie finde ich das ganz geil. Und gerade wenn du als Studio jetzt heutzutage weißt, du kannst sowieso nicht in dem absoluten Top-Level mitspielen, wo du ja oft bei so Zwischensequenzen Sachen mitspielen musst, weil wenn du da nicht mitspielst, sieht es auch gleich schon wieder ganz schön crappy aus. Also wenn die Gesichtsanimationen so nicht hinhauen. Und wenn du ein Spiel hast, wo du nicht deine 3D-Figur alle Sachen machen lässt, weil in einem Strategiespiel kannst du ja schön trennen zwischen deinen Truppen und deinen Zwischensequenzen, dann fände ich es irgendwie cool, wenn doch wieder mehr in dieser Campy-Bereich ausgenutzt werden würde. Absolut. Also Act of War zum Beispiel, also auch so geil, diese ganzen billig TV Zwischensequenzen, das ist so cool. Schön. Und wer weiß, vielleicht könnte man damit heutzutage sich irgendwo zumindest eine kleine Nische irgendwie erspielen, erkaufen, weil dieser ewige Wettkampf, um mithalten zu können mit den 4, 5, 6 wirklich großen Studios, die wirklich richtig, richtig gut produzieren können, da sehen wir doch links und rechts gerade, wie die Studios dran zerbrechen. Also ich finde das auch klasse. Okay, ich installiere schon wieder StarCraft 2, um endlich die Protoss-Kampagne zu spielen. Die sind ja was anderes, ne? Die konnten sich ja leisten, das halt so geil zu machen. Ja. Aber wenn du halt keine, wenn du sowieso weißt, dass du diesen Kampf nicht gewinnen kannst, dann such dir doch ein anderes Schlachtfeld. Mhm. Also das ist. Ja. Zum Beispiel das von Tempest Rising. Vor allem die Konkurrenz in diesem Jahr wird jetzt auch nicht ultra hoch. Es gab jetzt erst ein Video auf der GameStar mit spannende RTS 2024. Die waren es nicht Ex-StarCraft-Macher, die noch an Stormgate arbeiten? Aber ich glaube, das hat einen starken Multiplayer-Fokus. Also, ja, so diese typischen Story-RTSs. Könnte es ruhig mal ein paar mehr geben. Auch gerne auf Konsolen. Ne? Haben wir ja bei Halo Wars gesehen und so, dass es auch geht, wenn man es richtig macht.
Cool, dann bin ich jetzt dran. Boah, schwierig. Ihr habt lauter so kleinen Geheimtipps. Ich bin hier der große Blockbuster-Fuzzi, der nur die großen Brocken rausgesucht hat und zu. FC25. Nee, tatsächlich nicht. Wenn es wieder eine Einzelspieler-Kampagne hätte, wie damals diese drei Titel mit The Journey, würde ich es auch gerne wieder spielen. Könnte mich übrigens heute noch aufregen, dass es genau FIFA 19, wo der dritte Teil von dieser Journey-Singleplayer-Kampagne, dass der nicht bei EA Play im Game Pass mit dabei ist, sondern du kannst 17 und 18 okay. spielen und aber 19, wo dann das Finale ist von der Kampagne, die kannst du dann wieder nicht spielen, aber herzlichen Dank. Naja, kommen wir zu, womit fange ich denn an? Also zwei sind noch sehr wackelig, da werden wir jetzt in Kürze mehr dazu erfahren, allerdings am heutigen Tag, wo wir das aufnehmen, gehen höchstens Spekulationen. Wir haben allerdings keinen späteren Termin die Woche gefunden, deswegen, ja, aber dazu später mehr. Ich beginne mal mit Dragon Age Dreadwolf tatsächlich, weil ich mir um das von den Titeln, die ich heute nennen werde, auch noch am meisten Sorgen mache, obwohl man auch noch am meisten drüber weiß. Ne? Dreadwolf wird der offizielle vierte Teil der Dragon Age-Serie, eine meiner liebsten großen Rollenspielserien. Dragon Age Origins, der erste Teil war ja fantastisch, der zweite Teil war unterschätzt, der dritte Teil war, je nachdem, wie man es interpretiert, überschätzt. Das muss man schon richtig spielen, damit es Spaß macht. Wenn man gerne alles macht, macht es keinen Spaß, aber okay, ich habe es auch bis heute nicht durchgespielt. Hatte mir mal vorgenommen, okay, dann machst du jetzt in der Hauptkampagne nicht mehr jeden Scheiß, sondern spielst gleich die DLCs, damit ich rechtzeitig für Dragon Age Dreadwolf fertig bin und habe natürlich dann beim ersten DLC mittendrin aufgehört. So. Vor allem der letzte Tempest hieß der, glaube ich, der ist wohl sehr wichtig, denn da stellt sich raus, ich hoffe, das ist inzwischen kein Spoiler mehr, dass Solas eigentlich ein Partymitglied sich als einer der Hauptantagonisten entpuppt, was fairerweise bei Dragon Age 2 auch schon war, aber okay. Und um den geht es hauptsächlich in Dragon Age Dreadwolf und da kommen wir ins Tevinter-Imperium, das ist diese düstere Magier-Gegend mit, glaube ich, so einer goldenen Stadt, von der man in den ersten Spielen immer nur gehört hat. Und nach ersten Artworks sieht das auch alles ganz schick aus. Es gab auch schon ein paar Animationen von Gegenden zu sehen, was jetzt nicht herausragend war. Du denkst halt so, ja, so wird halt ein Dragon Age heute aussehen, ne? Irgendwo zwischen Baldur's Gate und Witcher so, ne? Typische moderne Rollenspieloptik, jetzt nichts, wo man sagt, oh krass, da haben sie sich jetzt mal was total Krasses für einfallen lassen. Aber ich bin trotzdem gespannt, vor allem, weil ich die Serie und das Universum sehr liebe. Ich finde, das ist eine coole Welt und coole Regeln, die da gelten mit der Fade als Magiewelt und den einzelnen Fraktionen. Und jetzt schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie EA das jetzt inzwischen hinbekommt. Bei Mass Effect Andromeda ist es ja so mittel geglückt, ne? War halb ganz cool, war halb richtig uncool. Inquisition genauso. Seitdem haben wir eigentlich kein Spiel in der Form von EA mehr gesehen. Die hatten ja ein paar. Meinst du BioWare oder? Nee, ich meine jetzt EA generell. Ach so, okay. Ne, BioWare, die rechne ich da jetzt gar nicht mehr mit rein, ne? Gefühlt. Also BioWare, also die BioWare. Aber die entwickeln das doch. Also, ja, aber die BioWare. Hat BioWare noch irgendeine Identität? Nein, also die Sachen, die BioWare gemacht hat nach. Ich weiß gar nicht, Mass Effect 3 oder Dragon Age 2 haben ja schon nicht mehr annähernd diesen Vibe gehabt, für den wir BioWare mal so sehr gemocht haben. Deswegen kann es sein, dass da jetzt BioWare draufsteht auf dem Entwicklerteam. Was das mit irgendeinem Feeling zu tun hat, das BioWare mal hatte, das werden wir erst sehen, wenn es rauskommt. Sie sind, finde ich, ein bisschen sehr vorsichtig und auch auf so einer komischen Teaser-Schiene, so ja, heute ist wieder Dragon Age Day und da habt ihr wieder ein Artwork oder da habt ihr jetzt eben diese Animationen von den Gegenden. Ja, reicht mir jetzt halt nicht. Sie haben es ja für den Sommer angekündigt, da gibt es dann mehr zu sehen, vermutlich dann Summer Game Fest oder wann, irgendwann Frühsommer. Sollte dieses Jahr vielleicht noch rauskommen, ich weiß nicht, was EA sonst noch im Feuer hat jetzt auswendig für dieses Jahr, aber die Aktionäre werden sich auch freuen, wenn mal wieder ein Dragon Age kommt. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt, wie sie es hinkriegen, ob sie irgendeine Form, es soll ja actionreicher werden ein bisschen und sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders steuern, ne? Obwohl ich mal bei Baldur's Gate gesehen hat, dass halt das klassische CRPG sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit Gamepad gut geht und dass da auch eine taktische Tiefe drin sein kann, ohne dass es irgendwie blöd zu steuern ist, was bei der Gamepad-Steuerung bei Dragon Age 1 und 2 schon so war. Mal schauen. Also es ist viele, viele, viele Fragezeichen, aber weil ich die Welt so gern mag, freue ich mich trotzdem drauf und bin
gespannt, was EA inzwischen in der Lage ist zu machen. Sie hatten ja auch ein paar coole Sachen in den letzten Jahren, darf man auch nicht vergessen. Wir hatten es jetzt beim Rückblick bei Immortals of Avium. Hatte auch keinen auf dem Schirm, war super. Dann die EA Motive-Sachen waren alle super, ob es jetzt Star Wars Squadrons war und vor allem Dead Space Remake. Also die haben schon Leute, die was bauen können und haben wohl auch irgendwie als Publisher zumindest Producer, die da mit draufschauen und dafür sorgen, dass das in einer gewissen Qualität rauskommt. Ob es jetzt bei Dragon Age gelingt, bin ich gespannt. Sie können sich es eigentlich nicht leisten, das in Sand zu setzen. Ne? Haben sie bei Mass Effect ja bewiesen, was passiert, wenn man das vorschnell und ohne Vision raus. Na gut, aber nur weil man sich nicht leisten kann, heißt ja nicht, dass man das dann auf irgendeinem Grund kann. Nein, aber also. ich bin noch vorsichtig optimistisch. Ich freue mich zumindest drauf. Ja. Habt ihr da eine Meinung zu oder wie ist es mit euch? Bedeutet euch die Serie was? Wollt ihr das? Ja, ehrlich gesagt, zu wenig, als dass ich da. Ich wollte jetzt alles nochmal spielen, halt, bevor es rauskommt. Wenn du die ganze komplette Baldur's Gate-Saga durch hast? Naja, dachte ich schon. Ja. Ich spiele jetzt auch zum Beispiel Final Fantasy VII nochmal, bevor jetzt das Rebirth rauskommt. Du hast doch in 2 Wochen alle Homeworlds und Nexus, The Jupiter Incidents durchgespielt. Wie? Über Weihnachten, wie? Wie macht nicht man das? Schlafen. Aber jetzt bist du halt dabei, erstmal Baldur's Gate, die Saga durchzuspielen. Genau. Und bitte alle mit Add-ons. Jetzt erstmal Divinity. Und Icewind Dale auch. Ach, Divinity, so machst du, Entschuldigung. Divinity, das, genau. So. Ja, okay. Divinity und dann, ja, so. Dann erst das Baldur's praktisch Gate. Als geistige genau. Vorgänger jetzt von Baldur's Gate 3. Genau. Nee, andersrum. Ach so, ja. Genau. Ja gut, ja, so. Zwei, praktisch gibt es 2 Vorgänger für Baldur's Gate 3 dann. Genau. Na gut. Martin. Ja, also Dragon Age prinzipiell auch. Ich habe das Inquisition nie gespielt. Kam irgendwie nicht dazu und es hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, eben dadurch Andromeda und da ich das Gefühl hatte, es tappt so ein bisschen in die gleichen Fallen. Insgesamt ist es, glaube ich, das bessere Spiel. Man kann es besser umgehen, die Fettnäpfchen. Dragon Age jetzt? Genau, man kann es besser umgehen als in Andromeda. Ja. So, und man hört auch immer die guten Sachen davon. So die Story, einige Charaktere richtig cool, die DLCs, vielleicht muss ich das auch mal nochmal nachholen. Prinzipiell freue ich mich natürlich auch auf Dreadwolf, weil je mehr Rollenspiele, desto besser. Und ich habe auch viele Rollenspiele auf meiner Top 5 und auch auf den Runner-Ups. Das ist schon das meiste. Auch wenn das nächste Spiel jetzt kein Rollenspiel ist, was aber auch wieder nicht so was Großes, ist der schöne Eurojank, auf den ich sehr stehe. Und zwar spreche ich von Stalker 2, was gerade jetzt verschoben wurde auf den 5.9. Und ich finde, das sieht cool aus. Ich mag diese Art von Spiel. Ich mag diese europäische Art von Spiel, wie es auch in Witcher ja im Rollenspielbereich ist, die ist ein bisschen düstere, bisschen andere Themen, bisschen andere Hintergründe. Die ganze Zeit schon von der Stalker-Serie auch halt die Geschichte und die Art der Spiele. Im letzten Jahr hat halt Atomic Heart so ein bisschen enttäuscht, auch wenn es kein Reinfall war oder so, aber es war halt nicht super. Und ich mochte auch die Metro-Serie zum Beispiel. Und das sieht einfach, ich finde, das sieht grafisch schön aus, das sieht von der Atmosphäre geil aus und ich mag das Setting. Das haben sie eben verschoben, weil sie mehr Zeit brauchen. Nicht zu überraschen, die ganze Entwicklung ist ja ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass das am Ende nicht zu problematisch wird, dass sie es in guten Zustand rausbringen. Das ist ja schon immer ihr Problem gewesen. Aber gut, jetzt steht auch ein bisschen mit Microsoft direkt, mit dem Game Pass, das könnte das ja auch gleich kommen. Ist da vielleicht nochmal eine andere Qualitätskontrolle auch direkt am Start. Von daher denke ich, dass das schon ganz gut werden wird. Und ja, da freue ich mich einfach drauf. Ich mag diese Spielerfahrungen. So, und ich kann solchen Spielen viel verzeihen, auch wenn das jetzt dann, klar, wenn das jetzt dann irgendwie komplett unspielbar ist, damit rechne ich eben nicht, dann wäre es blöd, aber wenn es da so ein bisschen seine Problemchen hat und nicht überall rund läuft und so. Und ich mag durchaus mehr Spiele, die Stärken haben und wenn sie auch gleichzeitig eklatante Schwächen manchmal haben oder bestimmte Sachen nicht funktionieren, wenn sie in bestimmten Bereichen gut sind und mich da fesseln, kann ich viel übersehen. Das mag ich viel mehr als so ein durchgehendes Mäh-Spiel, was mich überhaupt nicht fesseln kann. So. Oder so ein überdurchschnittliches Spiel, was dann aber so ein okayes, gutes Spiel, was dann aber auch wieder deutliche Schwächen hat. Aber wenn es so richtig, und das können die Stalker-Spiele und auch viele von dieser Art, die haben so ein paar, 2, 3 Sachen manchmal nur, die wirklich klasse sind, die so cool sind, die ich auch nirgendwo anders haben kann. Und dann sage ich, okay, mir alles egal, dann kann ich auch vieles nerven, das nehme ich in Kauf. Und so eine Erfahrung, denke ich, wird auch wieder das Stalker 2 sein. Und deswegen, ja, das ist schön. Ich bin da sehr gespannt. Also optisch ist es halt schon wirklich schick, ne? Gerade wenn man so Open-World-Shooter-mäßig Far Cry-Feeling, wahrscheinlich sehr viel langsamer und man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe nur so Erinnerungen noch ans erste Stalker und ich mochte das.
dann letztlich doch irgendwie nicht, weil das hat ein paar so Designentscheidungen, die dermaßen ätzend waren, dass ich das, wenn sie das nachbilden wollen und auch die mit einfließen lassen, dass ich das nicht spielen kann, glaube ich. Egal wie schön das ist. Und ja, mal schauen. Hatte ich kurz auch auf der Liste, aber dachte ich mir so, nee, ich trau den Braten noch nicht. Weil du gerade mal technisch gesagt hast, diese Spiele altern auch oft voll gut, finde ich. Jetzt klar von der Auflösung nicht, aber so von dem Style, den sie haben, sehen die auch heute noch, sind die Metro-Spiele, die sehen halt auch noch voll klasse aus und so. Mhm. Das hat auch was. Ja. Ich habe letztens irgendwie in der Nacht- und Nebelaktion Stalker 1 zwei Stunden lang nach einem peniblen Tutorial-Video auch wieder so hingemoddet, dass es jetzt geht, Stalker 1. Also das allererste, was ja wirklich, wirklich viele Schwächen auch noch drin hatte. Ja. Aber mit einer neuen Engine und mit den ganzen Community-Fixes drin, aber ohne dass quasi, also man kann sich das ja auch deutlich grafisch überarbeiten, aber das wollte ich halt nicht. Ich wollte möglichst nah an der Optik vom Original dranbleiben, aber gleichzeitig halt, dass halt die Performance sauber ist und dass so ein paar Sachen, die Details weiter weg und Licht, Schattendarstellung ein bisschen sauberer und so mit drin ist. Ganz schön fummelig, muss man sagen, aber fühlt sich schon irgendwie auch geil an, wenn man dann allein schon durch dieses erste Dorf geht und so denkt, wow, 2007. Hammer, ne? Es ist schon nicht schlecht, was damals so bei diesen Spielen möglich war, die nur für PC konzipiert waren. Da hast du richtig auch gemerkt, das ist wie Crysis. So dieses rücksichtslos auf PC-Leistung gegangen, was ja viele osteuropäische Produktionen gemacht haben, weil sie wussten, dass sie nur auf PC stattfinden werden. Und dann einfach gesagt haben, ja, den Effekt gibt's, machen wir rein. Wo sie halt auf Konsole immer dann irgendwie so, ja, nee, jetzt schauen wir mal. Mit ein paar Ausnahmen. Aber oft war, gerade wenn es Multiplattform-Titel war, waren die oft von Kompromissen gezeichnet, fand ich. Und das ist wie bei 4.1 oder so. Auch wenn die später vielleicht noch portiert wurden. Aber du merkst dieser Generation von PC-Spielen an, dass sie immer auf technologischer Kante gebaut waren. Und das ist was ich heute fast kein Spiel mehr leisten kann. Also vielleicht ein Star Citizen, die können sich das vielleicht leisten, weil sie auch die wieder in einer Sondersituation sind. Ne? Über das Ergebnis kann man streiten, aber ansonsten gibt es das nicht so oft. Natürlich schon mit PC zu tun, aber das ist einfach, finde ich, Teil dieser Philosophie, dass die immer ihre Ambitionen haben. Genau. Einmal technisch, aber auch halt eben vom Umfang, vom Gameplay, von der Story. Man merkt immer diesen Willen, diese Ambitionen, diese bisschen verrückte Ideen, die nicht so zurückgestutzt und gestreamlined sind. Und das liebe ich. Das ist so, das fühlt sich gut an. Lustigerweise kam ja letztes Jahr, haben sie ja Dings auch nochmal veröffentlicht hier, ne? Boiling Point. Das ist ja auch so, das kommt ja auch aus dieser Richtung. Und ich weiß, es gab auch noch zu dieser Zeit ein ähnliches Ding, wo ich nicht mehr den Namen so ganz genau weiß, irgendwas mit P, Prospector oder Prosy, irgendwas. Dasselbe mehr oder weniger in einem Sci-Fi-Setting, was auch so von den Ideen halt wirklich wie das Überspiel klang. In der Umsetzung natürlich überhaupt vorne und hinten nicht funktioniert hat, aber so von der Idee, wo du so dachtest, ja, geil, das vor fast 20 Jahren Starfield, aber in geil. Also völlig verrückte Ideen. Also absoluter Wahnsinn. Ja, bin gespannt, was draus wird. Ich glaube auch noch nicht so richtig dran. Mal gucken. Mach doch mal weiter mit verrückten Ideen. Wir sparen schon. Jetzt kommt wieder irgendwas ganz Krudes. Soll ich weitermachen? Ja, ja, du bist dran. Ja, dann nehme ich was ein bisschen Verrücktes. Dann nehme ich halt X4 Timelines. Letzten oder vorletzten Donnerstag den GameStar-Livestream gesehen hat zum Ausblick der Spiele, der wird jetzt im Grünen sowieso fast alles doppelt hören, also bei dir zumindest. Ahnung. Ja, bei mir. Aber ich nehme X4 Timelines, also das nächste große Add-on für X4 und da bin ich sehr gespannt drauf, weil das ein bisschen anders wird. Da wird man mehr so kleine Abenteuer spielen können. Ich hoffe ein bisschen drauf auf mehr wirklich so handgebaute Missionen, weil man wahrscheinlich in verschiedene Momente der Zeitlinie des X4-Universums, also von diesem Weltraum, von diesem deutschen Weltraumspiel, was ja über weite Strecken auch eine Wirtschaftssimulation ist, wobei ich es tatsächlich eher immer als Weltraumerkundungsspiel gespielt habe. Und
Das ist ja auch schon eine über 20 Jahre alte Serie und das relativ viel passiert in diesem Universum und dieses Timelines scheint jetzt zumindest zu manchen von diesen Schlüsselpunkten wieder zurückzuspringen. Und das werden dann wohl so ein einzeln anwählbare Szenarien und Missionen sein, mit denen man sich dann wiederum, wenn man die abschließt, verdient man sich Inhalte für das Endgame, also nicht Endgame, für das, für den Endlos-Spielmodus, also fürs normale Spiel, irgendwelche Schiffe oder so. Aber Inhalte von X4 Timelines selbst sind wohl ein bisschen kompakter und das finde ich eigentlich mal einen ganz spannenden Ansatz. Ich weiß nicht, ob die Community da mitgeht, ob die das am, ob denen das am Ende gefällt, aber sie machen das Spiel jetzt auch schon seit einer ganzen Weile, ist ja seit 5 Jahren draußen und wird stark unterstützt und Spielerzahlen wachsen auch die ganze Zeit immer und da finde ich es cool, wenn sie auch mal sagen, wir brechen jetzt mal so ein bisschen aus und machen mal ein bisschen was anderes. Also da bin ich auch gerne dabei. Nur mal fürs Verständnis, könntest du einschätzen, wie viele Stunden hast du X4 bisher gespielt? Also wovon reden wir da? Weil du spielst ja echt viel und du spielst ja auch mal schnell über Weihnachten alle Homeworlds durch. Wenn du jetzt sagst, okay, da habe ich da ein bisschen reingespielt und erkundungsmäßig, reden wir da von 10 Stunden oder reden wir da von 100 Stunden oder 40? X4 habe ich noch gar nicht viel gespielt. Also was heißt noch gar nicht viel gespielt? Also über die Jahre. Wenn es hochkommt, vielleicht 60, 70 Stunden, was nichts ist in dem Spiel. Gerade wenn man denkt, dass man ja ständig wieder neu anfangen kann und ständig mit den DLCs und tralala und Betas ausprobiert und was weiß ich nicht alles. Das wäre gar nichts eigentlich in dieser Art von Spiel. Und ich habe auch noch gar nichts im Grunde genommen gesehen. Also ich fange ja immer wieder von vorne an in dem Spiel. Das ist ja, es ist bescheuert, aber ich fange halt immer wieder von vorne an. Ich mag diese Anfangsphase total. Ich habe nicht die Geduld für diese riesen Imperien, zumal man dann halt wirklich auch Interesse an dem Wirtschaftsteil haben muss. Und ausgerechnet den finde ich immer gar nicht so irre spannend. Das gibt mir irgendwie nicht so viel. Also ich mache immer ganz gerne so die Questlines und sowas. Aber der Wirtschaftsteil an sich, das ist nicht... Ich finde es auch schon mal doof, wenn in irgendwelchen Questketten Wirtschaftsaufgaben dabei sind, was oft genug der Fall ist. Bin ich nie so ein Riesenfan davon gewesen. Das okay. War's. Mehr habe ich dazu nicht. Gut, wir werden da wahrscheinlich wieder. Wann haben wir Bernd immer im Programm? Bei Thing auch immer so zur Gamescom, ne? Ja, wenn sie was zum Zeigen haben, ne? Ja, der ist ja ein gern gesehener Gast und könnt ihr euch da bei uns auf der Gamestar bei Twitch dann live anschauen, wenn sie was zu zeigen haben. Was habe ich als nächstes? Die ganzen etwas vageren Sachen, die würde ich jetzt mal nach hinten stellen, wobei das, was jetzt kommt, ist auch noch vage, aber es wird natürlich das Spiel des Jahres und zwar Rise of the Golden Idol. Ich kann es ja nicht oft genug erwähnen, mein Spiel des Jahres im vorletzten Jahr 2022, The Case of the Golden Idol. Jetzt hoffentlich habe ich es richtig gesagt. Ja, natürlich The Case of the Golden Idol. Wer es immer noch nicht begriffen hat, ist das beste Spiel der Welt. Das war ein Detektivspiel von zwei Brüdern aus dem Baltikum mit einem sehr eigenwilligen, aber auch faszinierenden Grafikstil. Wer Return of the Obra Dinn kennt und die Art von Ermittlungsspiel, der wird, wenn er das nur 5 Minuten gespielt hat, schockverliebt sein, wie toll das ist. Ich finde es inzwischen, gerade jetzt mit den DLCs, eigentlich das bessere Spiel als Obra Dinn, weil sowohl der Ablauf des Spiels, finde ich, cooler ist als bei Obra Dinn. Bei Obra Dinn bist du ja sehr damit beschäftigt, erstmal das ganze Schiff abzuklappern und alle Hinweise einzusammeln. Das machst du bei Golden Idol zwar auch, aber das Spiel ist insgesamt strukturierter. Also da ist es nicht quasi ein großer Fall mit 100 Leuten, deren Schicksale man aufdecken muss, sondern das Spiel ist unterteilt in mehrere Fälle. Es gibt auch 2 DLCs mit jeweils 3 oder 4 Szenen und ich glaube, das Hauptspiel hat 12 Szenen. Da klickt man sich durch verschiedene Bildschirme durch, sammelt da Hinweise und ermittelt dann nach reiner Logik. Also es hat ein Charakter, hat einen Zettel in der Tasche, da steht ein Termin drauf, wie er jemanden treffen wollte. Und anhand des Termins schließe ich dann drauf, dass es die Person nicht gewesen sein kann, weil die zurzeit woanders war und deswegen muss es die Person gewesen sein, also die Art von Logik. Wer PM-Logiktrainer kennt, diese Art von Logik ist es. Das Ganze ist in einer sehr, sehr coolen Story aufgehangen gewesen. Da geht es um ein goldenes Idol, also so eine goldene Statuette, die man mit verschiedenen Symbolen ein bisschen programmieren kann und dann hat die so wie Zauberkräfte und hinter der sind über einen relativ langen Zeitraum, ich glaube, das geht schon ein Jahrhundert oder so,
Mit über ein paar Generationen sind mehrere Leute hinter dieser Statuette und ihrer Macht her. Da haben dann auch Geheimgesellschaften damit was zu tun. Und es kommt auch innerhalb der Story zu Rätseln, die man erstmal verstanden haben muss. Na, da möchte ich jetzt nicht so viel verraten. Ich kann, wie gesagt, nur jedem empfehlen, das mal selbst zu spielen. Aber es steckt eben mehr drin als nur eine plumpe Logik-Rätselkette, sondern es ist auch in eine coole Geschichte eingewoben. So, und dazu kommt jetzt, gepublished von Netflix, in diesem Jahr The Rise of the Golden Idol heraus als Nachfolger. Und da sieht man sofort, dass da Geld von Netflix im Spiel ist, denn es wirkt schon auf den ersten Blick sehr viel teurer, professioneller und auch mit so einem leichten, mit so einer leichten 3D-Anmutung. Also es ist jetzt nicht mehr rein gezeichnet, sondern es wirkt ein bisschen so, als hätten sie auch ein bisschen polygonale Effekte mit drin. Am Spiel selber wird sich, denke ich mal, so viel nicht ändern. Ich sammle wieder Hinweise. Und es spielt eben nicht jetzt wie im, sag ich mal, im vorvorletzten Jahrhundert, sondern es ist aufgehangen vom Szenario in den 70er Jahren. Und wir haben ja schon bei American Arcadia gelernt, die 70er Jahre sind ein ungenutztes und unterschätztes Szenario für jegliche Art von Spiel. Und gerade so farbenfrohe Umgebungen und Leute in farbenfrohen Kostümen, das passt alles irgendwie wunderbar zusammen. Das wirkt alles ein bisschen wie so eine, na, wie man sich so eine Truppe von Wahnsinnigen rund um Andy Warhol vorstellen kann in den 70s. Und da werden dann eben Mordfälle gelöst, obskure, die dann auch eben mit so ein bisschen paranormalen Faktor über dieses Idol zu tun haben. Ja. Schaut euch den Trailer an und schaut euch vor allem mal was zum ersten Teil an, den wollten wir euch auf dem Kanal ja auch immer noch mal vorstellen. Haben wir jetzt schon wirklich oft genug drüber geredet. Vielleicht machen wir einfach mal einen Abend mit Case of the Golden Idol, damit ihr euch da, was das Spielprinzip angeht, mehr drunter vorstellen könnt. Ich kann nur sagen, wer auch nur ansatzweise irgendeine Form von Detektiv- oder Ermittlungsspiel mag, wird aus den letzten Jahren nichts Besseres bekommen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch in diesem Jahr nichts Besseres als The Rise of the Golden Idol bekommen werden. Muss man das eigentlich am Stück dann spielen oder sind das einzelne Episoden, Fälle, also muss man quasi diese ganze Ermittlung komplett im Kopf haben oder kann man das so ein bisschen unterteilen? Also ich habe den ersten Teil auch sehr episodisch gespielt, einen Fall nach dem anderen. Natürlich bringt es schon was, wenn du jetzt nicht den einen im Januar spielst und den nächsten dann im Juni, weil dann wirst du vielleicht ein paar Figuren einfach nicht mehr erkennen oder deren Namen nicht mehr kennen. Bei den späteren Spielen Fällen im ersten Teil ist es schon so, dass eine Info, die du im vorigen Fall bekommen hast, dir auch im späteren da was nützt. Aber du kannst auch im Menü, wo du den Fall auswählst, immer wieder in die vorigen zurückspringen und dir da gewisse Erkenntnisse nochmal anzeigen lassen. Wer weiß, wie das jetzt im zweiten Teil ist, aber man kann schon Päuschen machen. So, man sollte jetzt nicht innerhalb eines Falles eine große Pause machen, weil man glaubt gar nicht, wie viel man dann auch bei einer Spielsession wieder alles vergisst. Du sammelst jetzt zum Beispiel jetzt im aktuellen DLC, den ich gerade noch beim letzten Fall bin, da sammelst du halt auf 4 Screens, wo auch ein paar Zeitebenen mit zu tun haben, sammelst du vielleicht so 40 Hinweise und denkst dir dann, ja okay, jetzt habe ich alle Hinweise gesammelt, aber wenn es dann darum geht, eine Teilaufgabe zu lösen, bist du immer wieder überrascht drüber, dass du eben einen Teil so genau nicht gelesen hast oder was denn jetzt das zu bedeuten hatte. Und dann schaust du halt wieder rein, in dem Koffer, den der eine dabei hatte, war eben doch noch dieses und jenes gestanden. Oder in dem Schreibtisch war doch noch ein Dokument, wo ein Hinweis drauf war, der klar einfach ein Hinweis auf ein Rätsel war, den ich aber jetzt gar nicht mehr mit einbezogen hatte. Deswegen schaut man sich die meisten Sachen dann doch eben noch ein-, zweimal an, bis man dann draufkommt. Aber wenn man dann auf die Lösung von einem Rätsel kommt, dann ist es wie bei guten Ermittlungsspielen immer so, dass du dir denkst, Mann, wieso habe ich dafür so lange gebraucht? Die Lösung lag doch die ganze Zeit offen da. Ich habe es nur verkackt zu kombinieren. Und das sind jetzt keine extrem komplizierten Kombinationen, sondern man muss einfach aufpassen. Man muss die richtigen Dinge zueinander in Verbindung setzen und dann geht's auch. Also ja, ist einfach super. Ich träume mich immer total davor, das zu spielen, weil du immer davon so schwärmst. Aber alles, was du beschreibst, klingt immer alles so anstrengend und so. Nee, gar nicht. Oh, ich will mich nicht anstrengen. Ich will meinen Kopf ausschalten und endlich rauskommen. Sherlock Holmes haben wir es ja auch geschafft, ne? Wir machen mal eine Session mit dem ersten Teil. Ja, unser Sherlock Holmes sieht, der wird aber auch denken, mein Gott, dass die überhaupt das Ende des Falls finden.
Ich finde aber bei Sherlock, da stellen wir uns dümmer an, als ich mich jetzt bei Golden Idol angestellt habe. Aber kann auch sein, dass das ist das Zusammenspiel ein anderer bei war. Sowas. Nee, aber es ist oft bei sowas, das ist dann, dass man dann das doch irgendwie so abgelenkt. Da sehen vier Augen weniger als zwei tatsächlich. Ja, ist wirklich so. Also sollte man also nicht unterschätzen. Hier habt ihr es gehört, Spiel des Jahres 2024. Das erste will ich auch noch irgendwann mal spielen. Also das werde ich auch irgendwann mal nachholen. Wahrscheinlich nicht so bald. Das zweite klingt tatsächlich vom Setting für mich nicht so interessant. Spontan einfach. Da finde ich das vom ersten, so von der Idee sofort interessanter und spannender. Mal gucken, wie das dann wird. Aber ich denke mir schon, dass die einfach das ja drauf haben wahrscheinlich. Die werden schon ein gutes Spiel machen. Gucken wir mal. Für mich kommt jetzt erstmal, jetzt kommt mal was Großes, nachdem du ja gesagt hast, dass wir nur die kleinen Sachen haben. Jetzt hast du was Kleines, dann nehme ich als Ausgleich was Großes. Und dann nehme ich aber auch wieder, Fritz, ein DLC. Und zwar den Elden Ring DLC. Von dem ich ja fest ausgehe, dass der dieses Jahr kommt und ich auch fest davon ausgehe, dass er schon sehr bald kommt. Gab schon im letzten Jahr die ersten Gerüchte, dass der halt im Februar rauskommen soll. Im Februar am 25.02. ist ja auch das Jubiläum, der zweite Geburtstag von Elden Ring. Es gab diese Leaks von Thrustmaster, wo da so gefilmte Gamepads und so zum DLC oder auch zum Geburtstag designt sind. Und es wurde auch prinzipiell ungefähr vom Zeitrahmen passen, wenn man sich das anschaut, wie lange ist das Spiel her, wie war es jetzt bei den anderen From Software Games. Und auch, dass sie durchaus, gerade bei den DLCs, da nicht viel Trara vorneweg machen. Die hauen dann manchmal so einen Trailer raus, die Ankündigung, und dann hast du drei Wochen später, hast du dann das schon. Also ich bin immer noch guter Dinge, dass das Ende Februar rund um den Geburtstag oder vielleicht spätestens um den Geburtstag rum angekündigt wird und dann vielleicht im März rauskommt. Und ich habe mir jetzt auch fest vorgenommen, ich werde im Januar noch einfach auch anfangen, das zu spielen, Elden Ring. Das ist ja auch das so spielen, ein schönes Let's Play dazu mache und dann vielleicht einfach rechtzeitig zum DLC fertig bin, weil man wird da schon so eine dreistellige Stundenanzahl drin verbringen in Elden Ring, denke ich mal. Und wie das ja bei den From Software Spielen so ist, man weiß auch nicht genau dann, wo wird dann denn der DLC sein? So in welcher Höhle und muss man da bei Mondschein mit dem falschen Großschwert hingehen und sonst irgendwas machen, noch einen Kopf mitbringen. Das ist ja auch mal so ein bisschen Eiertanz. Ja, deswegen will ich mich darauf gut vorbereiten, dass ich dann irgendwie so mindestens ein gutes Savegame habe, um dann direkt zum DLC da reinzustarten. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich einfach erstmal freue ich mich eigentlich mehr drauf, überhaupt mit Elden Ring mal anzufangen, dann auch nochmal zu gucken, vielleicht mit dem Fritz nochmal sprechen, was sind jetzt die aktuellen Mods, die ich brauche, wenn ich es auf dem PC spielen werde, halt mit der Beleuchtung vor allem und so ein, zwei. Meine, viel gibt es da ehrlich gesagt nicht für Elden Ring. Ich hätte auch auf Nexus-Mods mal geguckt, das ist echt sehr überschaubar, wenn man gerade sowas wie Baldur's Gate gewohnt ist oder auch in Starfield, wo du zugeschüttet wirst, da ist es ganz überschaubar, aber ich denke mal so zwei, drei Sachen sind da schon ganz sinnvoll und dann spielt man sich da schön, das will ich sehr viel Spaß dran haben, das weiß ich jetzt schon. Und dann kommt der DLC und da habe ich auch keinerlei Fragezeichen bezüglich der Qualität. Der wird auch super sein und da bin ich dieses Jahr, glaube ich, in der Hinsicht auch gut ausgelastet mit Elden Ring plus DLC. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Aber ihr habt beide noch nicht gar nicht großartig Elden Ring gespielt, ne? Auch nicht. Ja, ich habe auch immer nur angefangen. Ich werde jetzt demnächst Koop mit Remi spielen. Ah, ja, Koop finde ich auch spannend, aber da will ich, das ist bei diesen Spielen immer so, ich will erstmal schön das alles alleine erforschen, dass sich da mir keiner reinredet und mir meine schöne Erfahrung kaputt macht. Ich spiele auch immer, wenn es geht, ich weiß gar nicht, wie es bei Elden Ring ist, nicht im Online-Modus, weil ich will das nicht. Ich will nicht, dass mir irgendwelche, also alleine schon diese Nachrichten bringen mich, ich finde die scheiße, dann stehe ich wahrscheinlich in der From Software eher in der Minderheitsecke, aber wenn du zum dritten Mal irgendwie, na zum dritten Mal, zum 300. Mal irgendwie gelesen hast, hier guck, schwarzes Loch, hier runterspringen oder so, dann denke ich, ja, war beim ersten Mal schon nicht witzig und jetzt ist es auch nicht besser und allgemein brauche ich das nicht. Ich habe nochmal, einfach nur mal so, mein Let's Play von Dark Souls Remastered reingeschaut und dann nochmal, ich mich erinnern wollte, wie das damals war. Natürlich war Remastered schon meine zweite Erfahrung mit Dark Souls, aber das ist so archaisch irgendwie und so komisch, das nochmal heute zu sehen. Es war auch damals schon komisch, weil gerade in Dark Souls 1, dieser erste Gang, den man lang geht, da sind ja diese Nachrichten auf dem Boden, nicht vom Multiplayer-Part, von irgendwelchen anderen Leuten, sondern das ist ja das Tutorial. Aber dass das gleichzeitig ja so in der Welt verankert ist, irgendwie als Nachrichten im Boden und dann ist es ja immer nur, drücke LT, mach dies, drücke nach oben, um das zu machen.
das Tutorial-System wäre auch in den 90er Jahren schon irgendwie scheiße gewesen. Also, weil ich auch mal letztens gerade mit Fritz mal gesprochen hatte, dass es manchmal so Spiele gibt, in denen man sich total verschätzt. Das passiert selten. Aber Dark Souls ist auch so ein Game, wo das ganz leicht passieren kann, wo du, wenn du mich damals solche dran gesetzt hättest mit einem Test oder so, da hätte ich nach einer halben Stunde gesagt, schmeiß weg die Scheiße, das ist der komplette Müll, das Game. Das ist Nino total misslungen. Ja, genau. Nee, Demon, das war nicht bei Dark Souls, bei Demon's Souls. Bei Demon's Souls, das war wirklich das erste, dieser Art. Das war eine Scheiße und so weiter. Ja, gar nicht, verstehe ich ja total. Ja, ja, total. Wenn du auch gar nicht, jetzt inzwischen war es mal halt, inzwischen sind sie aber auch eh viel besser gestreamlined, alles halt, ne? Ja, ja. Aber selbst jetzt, wenn du das Spiel so bekommen würdest, wüsstest du genau, okay, die können was, ich muss mich jetzt darauf einlassen und wenn das hier irgendwie scheiße wirkt, dann muss ich mich durchbeißen, das hat seinen Grund und da werde ich schon reinfinden. Aber wenn du es halt nicht weißt, dann kann das ja auch irgendwie so ein Steam-Kack sein. Das passiert ja auch mal, das weißt du in der ersten Halbzeit nicht. Das war halt ganz witzig. Aber diese trotzdem, diese komische Nachricht auf dem Boden, die hasse ich immer. Deswegen alles raus, Multiplayer, Koop. Diese Invasion finde ich auch am interessantesten vielleicht so. Aber die brauch ich auch nicht. Dann spiele ich lieber einfach mein Spiel. So. Und das wird ganz toll. Ja. Ja. Ich habe das Hauptspiel ja nur mit Michi mal gespielt, so eine Art Coaching-Abend. Und habe da recht schnell verstanden, was geil dran ist. Ne? Also dieses, jeder Kampf ist irgendwie wichtig und du schnetzelst dich eben nicht so durch, sondern auch wie sich's anfühlt, ne? Mit welcher Waffe du kämpfst und wann du ausweichst und so, das ist schon sehr cool. Aber da auch nach 2 Stunden schon die erste Stelle, wo du dann, ja, jetzt sollten wir mal in diese Höhle da rein, die ist noch nicht so wild. Und dann hast du halt null Chance, da irgendwie voranzukommen und respawnst dann wieder und es sind einfach alle wieder da. Und sich da reinfuchsen, keine Ahnung. Ich habe das Demon's Souls Remake ja, das erste Schloss, glaube ich, mal gespielt, bis zum ersten Boss, dieser komische Matschhaufen da in dieser Halle, den man vor allem mit Feuer irgendwie kaputt machen kann. Und da habe ich mir dann irgendwie mal so einen Tag lang echt Mühe gegeben und habe den dann auch geschafft. Das war auch ein tolles Gefühl. Und danach gleich diese erste Brücke, wo dann der Drache kam, so keine Chance. Also ja, okay, wo übe ich denn jetzt da? Was mache ich denn jetzt da? Und dann schaust du wieder auf die Uhr und denkst du so, okay, heute Abend spiele ich 2 Stunden, ich hätte gerne Fortschritt gehabt. Und dann hörst du halt diese Geschichten von den richtigen Bossgegnern und so und einmal gegen, wie sie alle heißen, Malina, Milyra, was weiß ich. Und das bist du ist da bei diesem Genre beschäftigt. So, nee. Auch wenn ich so Bock hätte, mal irgendwann richtig zu spielen. Ja. Also wie sehr man doch reinkommt in dieses Genre, in diese Art von Spiel. Ja, also ich weiß auch noch, mein erstes war damals das erste Lords of the Fallen und auch nur bis zum ersten Miniboss gekommen und dachte so, wieso spielen Leute diese Scheiße? Diese Art von Spiel, das ist ja so frustrierend. Und dann habe ich es halt später nochmal gespielt, ich hätte den ersten Boss auch blind, da hätte man die Augen zuhalten können und ich würde den flach legen. Das wäre überhaupt kein Problem. Aber bis man erstmal dieses Grundsystem verstanden hat, wie man da rangehen muss, dann geht's. Und dann gehen auch fast alle Arten dieser Spiele. Und dann lernt man auch irgendwann so ein bisschen so, okay, welche sind davon die guten und welche sind nicht so gut? Oder wo sind vielleicht so ein bisschen Schwächen? Und das ist ja fast mit das Coolste an dieser Art von Spiel. Man findet seinen Weg da drin. Das ist das, finde ich, das Coolste an diesem Genre. Und das macht, finde ich, auch oft ein gutes Spiel dieser Art aus, wenn man seinen eigenen Weg daran finden kann, wie man es spielen möchte. Und nicht alle, selbst ein paar von den wirklich guten Titeln kriegen das nicht so gut hin. Also selbst ein Lies of P kriegt das zum Beispiel nicht gut hin. Aber grundsätzlich dieses Gefühl für, jetzt habe ich meinen Dreh raus dafür, das ist, es dauert lange, aber es ist so geil. Dieser Aspekt wird oft unterschätzt, weil man denkt dann so, okay, ich muss einfach jetzt irgendwie gut sein, ich muss irgendwie genau die Geschwindigkeit raus haben. Bei manchen Titeln gilt das eben ein bisschen mehr, vielleicht bei einem Sekiro zum Beispiel, das ist halt ein bisschen, in einer gewissen Weise möchte es auch eher geradliniger gespielt werden als andere Games, aber du kannst ganz oft dann wirklich deinen eigenen Weg finden, deinen eigenen Ansatz. Du musst schon verstehen, wie diese Sachen funktionieren, aber es ist wirklich krass, das ist mehr eine Einstellungssache als wirklich eine Gamepad-Skill-Sache. Und das kann im Prinzip können das sehr viele mitbringen und sehr viel mehr Leute, als sich das eigentlich zutrauen, wenn man da mit zukommt. Und das finde ich immer auch interessant, wenn man mal so Forenbeiträge oder Reddit-Threads liest, wo dann immer gefragt wird, ja, was ist denn jetzt das schwerste Souls-like-Spiel oder das schwerste From-Software? Und nach einer Weile, entweder sagen die Leute das schon mal, inzwischen wissen sie es, oder sie kommen dann selber drauf im Verlauf dieses Threads, eigentlich ist immer das Schwerste, das Erste, was du gespielt hast.
immer das Schwerste mit Abstand. Und egal, ob dann, dann haben manche mit Dark Souls 3 angefangen, danach das eingeholt, manche haben mit Demon's Souls angefangen, manche mit Sekiro, manche mit Elden Ring. Und dann immer so, ich verstehe überhaupt nicht, danach habe ich irgendwie Dark Souls 3 gespielt oder Dark Souls 1 und Demon's Souls wäre voll Pipifax, ja durchgelaufen. Und das ist wirklich so. Wenn du zwei solche gespielt hast, dann habe ich erst Dark Souls 3 gespielt und dann irgendwie Sekiro und dann nochmal was anderes. Und dann das dritte davon ist halt dann, also klar muss ich drauf einstellen, aber das ist halt echt okay dann. Und das ist, aber das ist total befriedigend, diese Art. Man muss es ja, es muss auch nicht jeder wollen, also nicht, dass es so sein muss, aber das hat schon seinen Reiz, schon sehr cool. Deswegen ist auch ganz oft ein bisschen, wann man die Sachen spielt. Also ich weiß noch, als Sekiro rauskam, ich hatte nicht so wirklich viel Spaß mit Sekiro in den, so die ersten Jahre lang sogar. Immer mal wieder so ein bisschen angefangen und hat nie gefunkt. Jetzt habe ich es, glaube ich, vorletztes Jahr dann wieder gespielt und auf einmal hat es voll geklickt und voll funktioniert. Ich weiß nicht, wo vielleicht der Skill dafür dann herkam, vielleicht aus den Nioh-Spielen, weil die ja ein bisschen eine andere Geschwindigkeit beibringen. Mhm. Aber irgendwoher kam der letzte Funke, den ich für brauchte, um bei Sekiro dran zu bleiben. Das war total weird. Also es lohnt sich witzigerweise auch bei diesen Spielen zurückzukehren. Man kann super gut zu denen zurückkehren. Also die super sind oft sehr gut. Zeitlos. Also jetzt mal abgesehen vielleicht von Demon's Souls 1, was man wirklich dann erst eigentlich auf dem PlayStation 3 Emulator richtig gut spielen konnte, wenn man mal 60 FPS und eine hohe Auflösung hatte, bis halt das Remake kam und halt das erste Dark Souls vor dem Remaster, sind die anderen eigentlich heute durch die Bank weg in einem guten technischen Zustand und echt alle noch empfehlenswert, die in diese Richtung gehen und halbwegs was auf dem Kasten haben, diese Spieler. Komischerweise die, wo dieser ganze Souls-Aspekt nur in Teilen drin ist, wie inzwischen schon viele Action-Spiele, da weiß ich immer gar nicht, ob das denen wirklich gut tut. Also Beispiel Jedi, bei Fallen Order fand ich es irgendwie noch plausibler. Ich weiß gar nicht, warum so, jetzt verglichen mit Survivor, obwohl es sehr ähnlich war. Ich weiß, dass ich da mehrere Szenen, also es hatte öfter dieses Risk-Reward-Ding so, okay, speichere ich jetzt hier oder nicht? Jetzt habe ich doch gerade die schweren Gegner hinter mir gelassen. Jetzt lass mich doch noch ein paar Schritte weitergehen, bis ich eindeutig in der Gegend bin, dass ich nicht mehr zurück muss, damit ich es nicht nochmal machen muss. Und das hatte Survivor so gar nicht mehr. Da fand ich es dann eher lästig. Oder habe mich immer gefreut, so, ja, okay, Savepoint halt. Wieso muss ich jetzt beim Savepoint mich da extra hinsetzen? Und dann steht da, ja, die Gegner wurden wieder respawned, aber dann ist der Spawnpunkt trotzdem irgendwie an der Stelle, wo du gar nicht mehr zurück musst, außer halt für wirklich mal unwichtige Collectibles, wie du willst deinen hässlichen Poncho doch noch in einer anderen Farbe haben? Ja, bitteschön. ob man dieses System jetzt wirklich überall einbauen muss, weiß ich gar nicht. Dafür dieses auf den Gegner aufschalten, was die Souls-Likes ja geprägt haben irgendwo, das vermisse ich total, wenn es nicht da ist. Mhm. Ne, bei Tsushima zum Beispiel, da kann man es umständlich, also nicht mit klassisch Druck auf den rechten Stick, kann man es machen, da macht man es aber nicht, weil das Spiel nicht darauf ausgerichtet ist. Und bei Spider-Man brauchst du es auch nicht. Ich ertappe mich nur bei Spider-Man die ganze Zeit dabei, dass ich es mache. Und dann ist halt dieser, der Scan ist auf dem rechten Stick. Ist auch praktisch, aber es ist halt nicht dieses Aufschalten. Und da, wo es geht, da ist es aber echt cool. Mhm. Also ein paar Elemente haben sie dann doch etabliert. Naja. Ich hätte ja so gern das Bloodborne Remake, aber wer nicht? Weil das würde ich mir, glaube ich, tatsächlich anschauen. Oder? Bist du der Einzige weltweit, der das hat? Frag mich echt, warum das nicht. Es ist weird. Schon, es ist einfach weird. Es ist echt komisch, warum das nicht kommt, ne? Ja. Wenn ich jetzt mit einem anfangen sollte, was sollte ich machen? Das Demon's Souls Remake, weil ich mag es halt auch gern schön, oder womit sollte ich einsteigen? Oder doch? Du wirst, egal mit welchem du einsteigen, aber wie Martin schon sagt, egal mit welchem du einsteigen wirst, du wirst es wahrscheinlich erstmal eine Weile lang hassen. Obwohl es gibt schon zugänglichere Spiele. Was hasse ich kurz, bevor ich dann sage, okay, jetzt habe ich es ungefähr kapiert, jetzt. Hasse ich dann Elden Ring nicht mehr so sehr. Ich finde, Dark Souls 3 ist sehr einsteigerfreundlich. Das ist ja der dritte Teil von der Serie, da kann ich nicht anfangen. Das ist völlig egal. Ich habe Demon's Souls halt nicht gespielt, deswegen kann ich dazu keine Meinung abgeben und Elden Ring auch noch nicht. Elden Ring ist natürlich sehr viel größer und das ist ein bisschen problematisch. Und Dark Souls 3 ist halt eine recht gekapselte Erfahrung. Es hat ein Spiel, ist von den drei Dark Souls, denke ich, also nicht denke ich nur, das weiß ich, ist das einsteigerfreundlichste und zugänglichste. Es sieht heute noch schön aus. Und von daher würde ich dann Dark Souls 3 empfehlen. Wenn nicht ein Bloodborne. Eins von den beiden würde ich empfehlen. Habe ich auch die passenden Mods für dich. Dark Souls 3. Dann installierst du mir die auch. Dann suchst du halt, also Bloodborne ist halt ein bisschen schneller und ein bisschen andere Mechanik. Während Dark Souls halt das typischere Souls-Spiel ist, das typische Dark Souls-Spiel.
Ich spiele die Dark Souls-Spiele auch gerne immer Sword and Board. Ich habe da einfach unglaublichen Spaß dran. Was heißt das? Sword and Board hast halt ein Schild und eine Einhandwaffe, ein Schwert meistens. Ich finde das einfach stylisch auch. Mir macht das richtig Spaß. Mhm. So. Obwohl ich auch immer gern dann mit einer Zweihandwaffe, nicht mit diesen Großschwertern, aber mit so einem Claymore oder so, sondern so einem längeren Zweihandwaffe, das macht mir auch Spaß. Da muss man es meistens übrigens, dann schon ein bisschen besser spielen können. Das Gute ist eine der blödesten Sachen bei diesen Souls-Spielen, wenn es Souls-Spiele gibt, wo du, das hasse ich immer, wenn es Souls-Spiele gibt, wo du trotz Schild noch Schaden nimmst. Oder wo du zumindest, sagen wir mal, auch kein Schild finden kannst, der 100% Schaden macht. Bei Souls ist ja noch, du findest, gar am Anfang macht dein Schild, deckt da nur irgendwie so 60% Schaden ab, aber du findest dann relativ bald eigentlich schon immer Schilde, die 100% Schaden abdecken. Und ich hasse es, wenn irgendwelche anderen Souls-Likes nicht auch mindestens eins davon drin haben, weil ich das so eine Kernerfahrung habe. Als wenn Angebot ich blocke, dann blocke ich. Dann mach mir ja nicht noch zusätzlich Schaden. Das ist so ein Scheiße. Blocken ist ein guter Punkt. Ist eben auch eher, was bei einem Bloodborne solche nicht drin ist. Du kannst halt einfach selber probieren, welcher Spielstil dir liegt. Und bei einem Dark Souls, eben Sword and Board, hast du auch ganz klar die Möglichkeit, wenn du einen guten Schild findest. Und dann kannst du ja, gibt verschiedene Mechaniken, wie du das Spiel spielen kannst. Schnell, langsam, vorsichtig, offensiv, defensiv. Und gerade auch beim Kämpfen und beim Schaden vermeiden gibt es prinzipiell ja drei Möglichkeiten. Du kannst Angriffen ausweichen mit diesen Rollen. Du kannst Angriffe parieren, was oft die schwerste Variante ist, aber auch dann die effektivste, weil wenn du das richtig gut Timing das drauf hast, kannst du halt im Gegenzug auch gleich richtig viel Schaden machen. Oder die defensivste ist, dass du halt mit dem Schild die Angriffe blockst. Und das ist aber auch dann sozusagen die einsteigerfreundlichste erstmal. Man muss gucken, dass man sich nicht in der Ecke spielt, weil man sich auch ein bisschen schwer machen kann, wenn man das zu viel nutzt. Aber prinzipiell kannst du dann ganz viele Gebiete, ganz viele Trash-Mobs, aber auch Bosse erstmal kennenlernen, die du nicht einfach hinstellst mit deinem Schild, den schön vor die Nase hältst und erstmal guckst, was machen die denn da so? Guckst du ein bisschen über die Ecke. Und wenn ich jetzt mal alle seine Movesets kenne, kann ich mal anfangen, irgendwann mit meinem Schwert mal selber drauf zu hauen. Das geht schon auch ganz gut. Und das, diese Freiheit und diese Möglichkeiten bietet dir auch ein Dark Souls mehr als solche dann Bloodborne. Deswegen, das wäre mein Tipp. Dark Souls 3. Na gut, ich überlege es mir. Dafür haben wir jetzt 20 Minuten fast nur über ein DLC geredet. Viel zu wenig. Ja, bei Elden Ring kann man schon eine ganze Menge drüber reden. Aber gehen wir doch mal weiter zum Fritz. Dein drittes Spiel, bitteschön. Dann nehme ich als drittes Spiel den Microsoft Flight Simulator 2024. Wo ich mich sehr darauf freue, weil ich jetzt schon weiß, dass ich keine Zeit haben werde, das zu spielen oder es richtig zu lernen. Genau wie den 2020er, der jetzt auch 4 Jahre offensichtlich ja schon da ist und den ich immer noch nicht bedienen kann, weil ich mir zwischendurch nicht die Zeit genommen habe, zu lernen, wie man ein Flugzeug steuert. zumindest da mal über das hinaus, dass man halt ein bisschen rumfliegt. Also die realistischen Aspekte von diesen Spielen lasse ich erstaunlich oft links liegen, weil man halt dafür eine halbe Ausbildung irgendwie braucht. Und das Schöne an dem Microsoft Flight Simulator 2024, zumindest finde ich, dass es halt jetzt dann Missionen oder einen Karrieremodus geben wird. Also irgendeine Art von Struktur. Das war immer das, was mir beim 20er ein bisschen gefehlt hat. Irgendeine Art roten Faden, an dem ich mich festhalten kann. Und die Aufgaben, die da jetzt angekündigt sind, finde ich auch alle sehr interessant. Also irgendwie Transport von Schwerlasten mit irgendwie Hubschraubern oder mit irgendwelchen Sachen oder auch mal einen Heißluftballon-Tour machen oder hier Brandbekämpfung und so ein Zeug oder Rettungsaktionen. Also alles so eine Sachen, wo man dann sagt, ja, okay, das Fliegen ist schön und gut, aber warum? Und jetzt gibt es eine Antwort auf das Warum. Und die Ankündigung war ein bisschen umstritten in der Community, weil halt viele so gesagt haben, hey, ihr habt gesagt, ihr macht den 2020er, habt einen 10-Jahres-Plan für den und jetzt kommt doch noch ein neues Spiel wieder raus. Und was ist denn da mit dem alten? Wird er noch weiter? Wird er weiter ja, unterstützt und weiterentwickelt und tralala? Kann ich alles verstehen, die Sorgen. Von mir aus kann man haben alle die Sorgen, aber es ist mir für meine Freude auf den 24er völlig egal, weil das Angebot, was der 24er mir macht, für mich jetzt im ersten Moment viel spannender klingt mit den Aufgaben, die man da drin hat. Und hoffentlich kriegen sie es halt auch diesmal hin, das tatsächlich auch besser so Tutorial-mäßig einzuführen. Das haben sie zwar jetzt im 20er nach und nach auch ein bisschen ausgebaut, aber ich finde es immer noch zu wenig. Ich finde, dieses ganze Ding müsste eine viel mehr eine Ausbildungsplattform sein und auch viel mehr eine liegen lassene Chance. Das Ding wäre eine Tourismusplattform, eine
Lehrplattform. Also sie haben ja zum Beispiel im Flight Simulator, gibt es ja von Microsoft selbst diese Living Legends oder Flying Legends Serie, wo sie dann halt so besondere alte Maschinen drin haben. Und die sind dann auch wirklich, soweit es irgendwie geht, nach den Originalmodellen oder nach den Originalvorlagen modelliert. Sie fahren dahin, sie suchen diese Flugzeuge und versuchen die so echt wie möglich ins Spiel zu bringen. Das ist toll, also auch von innen. Das hier jetzt fällt mir der Name nicht ein, diese Wellblechmaschinen, die dann auch Tante Ju, die Junkers. Ist das die Tante Ju? Und das sieht irre geil aus, wenn du da drin bist. Aber was nicht drin ist, ist zum Beispiel ein Audioguide oder so, der mir einfach die ganze Zeit irgendwie auch ein bisschen was erzählt über das Flugzeug und das einordnet und mir erzählt, was ist denn das Besondere an dem Ding? Was hat das für eine Geschichte gehabt? Wo gibt es das überhaupt noch? Vielleicht gibt es das manchmal noch so ein bisschen in Text, aber insgesamt finde ich das eine super vertane Chance, dass wir diese Welt da simulieren und dann so wenig reinpacken. Ich habe denselben Gedanken letztens gehabt bei dem dritten The Crew. Hier was, dieses The Crew of Hawaii. Ich weiß nicht, wie hieß das? Das hieß doch nicht The Crew 3, das hieß doch irgendwas. Keine Ahnung. Na, ihr wisst, also The Crew, dieses Open-World-Rennspiel von Motorfest. Was jetzt auf Hawaii spielte. Und da war es in ein paar Playlisten, von den Playlisten, in die das Spiel ja organisiert ist, was auch sowieso Missionsketten sind. Und ein paar von denen waren sehr autohistorisch fokussiert. Ein paar von denen waren völliger Scheiß. Da ging es um irgendwelche Influencer, die dann da wirklich nur 12 Missionen lang nur sinnlosen Müll gelabert haben, wo nicht eine interessante Information über die Autos drin war, aber so 3, 4, 5... Hätte ich auch uns einladen können. Ja, genau. Ich hätte ihnen genauso viel Scheiß über Autos erzählen können, die völlig wertlos war. Also wirklich, wo du wieder so merkst, das ist alles so ein Dreck, dieser ganze... Oh, furchtbar. Aber es gab halt so ein paar von diesen Playlists, ich glaube, eins war um Porsche und Mercedes und so eine Sachen. Und das war so cool, weil du hast bei den Rennen halt auch Voice-Overs gehabt, die dir dann ein bisschen was über die Autos sagen und die ein bisschen einordnen. Ich mochte das schon bei dem letzten Gran Turismo sehr, dass du manchmal so ein bisschen so einen kleinen historischen Abriss kriegst zu den Autogruppen, die du ja zum Beispiel freigeschaltet hast. Aber es sind immer nur so eine kleine Textfelder. Aber auch interessant, da ging es irgendwie, keine Ahnung, französische Kleinwagen und tralala und was haben die für einen historischen Zusammenhang und so. Und das ist so eine Gelegenheit, so eine Chance. Und das lassen die, finde ich, lassen die Spiele echt so liegen. Und bei dem Flight Simulator war es halt noch mal krasser. Weil, wenn mir das Spiel im Spiel Audio, also so Tourismus-Audio Touren angeboten hätte zum Kaufen für 10er pro Stadt, so wie man eine Stadtrundfahrt irgendwie machen würde. Mit hier sind 30 Punkte, hier haben wir unsere Audiospur. Von mir aus hätten sie sogar die Audiospuren von irgendeiner lokalen Stadtrundfahrt hochladen können, mal sauber, wo ich sie mir auf meinem eigenen Audiosystem anhören kann und nicht in dem scheiß Bus, wo ich nichts verstehe und der Busfahrer alle paar Minuten die Spur ändert, ohne dass die Spur vorbei ist, weil er schon weitergefahren ist. Das Ding als Bezahl-DLC im Flight Simulator, du hättest mir das zu fast jeder Stadt, ich wäre zu jeder Stadt geflogen, hätte jeder Stadt 10 Euro ausgegeben, um mir anzuhören, was ist denn diese Location hier und worum geht es dann? Dann bauen sie machen sie ständig kostenlos Updates rein mit hier neue Sehenswürdigkeiten. Die sind ja auch alle 3D-modelliert. Sie werden alle reingebaut. Und ich denke jedes Mal so, ja, geil. Gebt mir den Audiobook dazu. Das zahle ich euch. Da lege ich euch einen Zehner hin. Vernetzt euch mit, sie sind doch so Vernetzungsfans, vernetzt euch mit irgendeinem lokalen Anbieter, kauft die Audiospuren von denen auf und fertig ist. Also so eine vertane Chance. Furchtbar. Also ich kann das alles nur. Ja, was? Ich kann das alles nur unterschreiben. Ich freue mich da auch total drauf. Ich hatte ihn auch schon auf der Liste, bis ich gesehen habe, dass du ihn auch drauf hast und deswegen volle Unterstützung dabei, vor allem, weil der erste oder der 2020 ja tatsächlich sich immer irgendwie eher anfühlt wie eine Tech-Demo, wo du halt jedes Mal, wenn du ins Flugzeug steigst, dich fragst, ja, was mache ich denn jetzt? Ah ja, ich wollte mal diese und jene Gegend sehen in dieser echt hübschen Optik. Weiß nicht, ich bin irgendwann mal in so ein Kleinflugzeug gestiegen, weil ich mal den Ararat sehen wollte in Armenien, beziehungsweise in der Türkei ist er ja, aber ne, der große, wo angeblich ja die Achenua oben drauf liegt auf dem Berg und so weiter. Und zur richtigen Tageszeit ist das schon ein eindrucksvolles Erlebnis. Und dann fliegst du auf den Berg und denkst irgendwann so, boah. Und gerade ich hatte mit meinem Sohn mal so eine Phase, da hat er jeden Tag gesagt, er darf sich ja immer überlegen, was er sich in seiner Medienzeit am Tag, was er sich da reinzieht.
Und eine Weile war es dieses Jahr, mach mal Rundflug. Ja, okay, mach mal Rundflug. Und dann hat sich da hingehockt. Und dann konnte er sich aussuchen, wohin fliegen wir und mit welchem Flugzeug. Und dann so, ja, meistens halt irgendwie eine kleinmotorige Cessna oder so. Und dann, ja, heute will er nach Brasilien. Und dann suchst du dir in Brasilien irgendwas aus. Und dann fliegst halt da ein bisschen über eine Stadt, Rio halt, weil sie Schauwerte hat oder andere Sachen. Und dann bist du halt auch ein bisschen ratlos. Und gleichzeitig ist er aber halt wie alle Kinder irgendwie so ein Fan von Einsätzen und Einsatzfahrzeugen. Ne? Gibt sicherlich auch größere Paw Patrol-Fans, aber auch das ist halt einfach total relevant, so Bagger und Feuerwehrauto und so. Und halt auch irgendwie Löschflugzeug oder Rettungshubschrauber ist halt mega geil, wenn ein Kind irgendwie sowas sieht und dann Fragen hat und wie geht es und so weiter. Und das ist halt so cool, weil wir jetzt halt dann, wenn der 24er kommt, sagen können, okay, was machen wir heute? Rettungshubschrauber-Einsatz, alles klar. Also, jemand ist in Not im Gebirge und rein in den Hubschrauber und dann fliegst du dahin. So, das macht dann natürlich alles der Papa, aber dann, und jetzt mit der Winde irgendwie die Trage runter und Seitenwind. Und jetzt müssen wir da aber aufpassen und so. Also, es ist, da freue ich mich total drauf, das mit dem Sohn zu spielen, weil halt endlich da wirklich was zu tun ist, was über im 10. Versuch jetzt auf der sauschweren Landebahn irgendwo in den Schweizer Alpen endlich diese Landung zu schaffen, weil das ist halt, das finde ich halt persönlich auch so aufregend nicht. Wir müssen halt mal schauen, ob halt diese Missionen, ob sie es schaffen, diesmal das alles irgendwie weniger dröge zu verpacken und ansteuerbar zu machen, als es bisher ist, weil die Tutorials im 2020er sind mehr geworden und sind auch, wenn man sie dann mal spielt, auch irgendwie ganz nett und man gibt sich halt dann schon Mühe, ne? Aber es ist halt einfach gar nicht so packend. Also es zieht dich jetzt nicht durch wie so eine Story-Kampagne. Ich erwarte jetzt auch keine Story-Kampagne mit so einem jungen Piloten, der dann irgendwie, ne, könnte man auch machen. Ne? Hat so mit Top Gun, man hatte ein bisschen sowas Ähnliches gehabt, man hatte die Flugzeuge gehabt, aber es war eben keine Top Gun-Kampagne drin. Und das mit der Technik würde ja alles gehen. Wieder so ein Spiel, wo du sagst, hier ist die Technik, wir haben die ganze Welt, fotorealistisch, wir haben alle Flugzeuge der Welt oder alle, die ihr braucht. Und jetzt, liebes Team, was sich nur um den Content kümmern muss, baut halt den Content rein. Und jetzt haben wir halt den ersten Schritt mit den Missionen schon mal. Es wäre übrigens, ich überlege ja manchmal so von wegen, was würde ich gerne als Beruf machen und komme immer auf nichts, weil ich auf fast nichts anderes irgendwie so wirklich Bock habe und auch mir nicht kann. Auf die Sachen, auf die ich vielleicht Bock hätte, die kann ich nicht. Aber das wäre zum Beispiel was ich als Beruf liebend gern machen würde. Also jetzt nicht das mit den Missionen hier, aber dieses die kompletten Flight Simulator mit so Reiseinformationssachen verknüpfen. Also so dieses Angebot dafür zu schaffen und zu gucken, okay, wo ist was Gutes, welche Touren sind gut und so, wie sollte man ein Land aufbereiten, dass das Leute reingehen und sagen. Jörg mal an, vielleicht kannst du ja auf freiwilliger Basis der kleinen Indie-Butze Microsoft helfen. Ist natürlich aber auf ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich hätte da voll. Ich finde das irgendwie total cool, wenn man dann was machen würde, wo man dann auch sagen könnte, das hat auch irgendwie einen Mehrwert. Also Leuten Zugang zur Welt zu verschaffen, finde ich eine tolle Sache irgendwie. Also was ihr jetzt zum Teil eben ja schon so erzählt habt, halt mit den Missionen und mit deinem Sohn da, hier Rettungseinsatz, muss man aber auch schon sagen, das braucht es ja aber auch nicht, weil das wurde natürlich schon 1996 von SimCopter in Perfektion gemacht, dass man da rumfliegen konnte, auch noch in der eigenen Stadt, die man in SimCity 2000 gebaut hatte. Ja. Und dann konntest du da mit deinem Hubschrauber dann durch die Stadt fliegen und Löscheinsätze, Polizeieinsätze, alles Mögliche machen, Kriminelle verfolgen mit dem Suchscheinwerfer, Demonstrationen auflösen, indem du mit dem Megafon darüber geflogen bist und immer gesagt hast, weiß ihre Mutter, was sie hier tun? Ich kenne die Sprüche noch aus dem Kopf, weil es einfach so ein geniales Spiel war. Und besser wird es nicht mehr, von daher. Das musst du mit deinem Sohn mal spielen. SimCopter, SimCopter. Und dann habt ihr erst vorher noch zusammen die Stadt bauen halt. Oh ja. Das ist halt das Geile. Du hast ja wirklich dann die Straßenblöcke und die Kreuzungen, das erkennst du schon wieder. Sieht also ein bisschen komisch aus, plötzlich hast du Perspektive und ist sehr viel kruder noch in der 96er 3D-Grafik und so. Aber das war schon ein geiles Erlebnis, plötzlich das dann so zu machen. Ich war neulich kurz davor, dass ich ihm mal Lego Fortnite zeige. Was ja anscheinend der absolute Wahnsinn ist, wohl ein Lego-Spiel und wenn man halt gerne Sachen baut und so, aber ich glaube, wenn ich ihm das zeige, dann kriege ich richtig Ärger jetzt. Aber ja, wir probieren es erstmal mit dem Flight Simulator 2024. Jetzt bin ich dran. Ha! Du bist dran. Und jetzt haben wir die merkwürdigeren Sachen vom Tisch. Jetzt mache ich mal eine von den Sachen, die noch gar nicht klar sind, aber beziehungsweise wenn ihr das hier seht oder hört,
Dann ist es schon klar. Und zwar freue ich mich wahnsinnig auf das Indiana Jones Spiel von Machine Games. Auch wenn ich die letzten Jahre immer der Meinung war, wenn Machine Games ein Spiel machen sollte, dann sollten die für Disney bzw. für Lucasfilm einen Star Wars Shooter machen. Ist aber nicht so wild. Wer Machine Games nicht kennt, die haben die letzten Wolfenstein Spiele gemacht. Das erste fantastisch. Add-on zum ersten ganz gut. Das Zweier gut genug, würde ich mal sagen. Ne? Irgendwie hat das so ein bisschen Fahrt verloren gehabt, aber trotzdem eins der wenigen sehr, sehr guten Ego-Shooter-Studios. Die müssen jetzt keinen Star-Wars-Shooter mehr machen unbedingt, denn der ist, glaube ich, auch bei Respawn in guten Händen. Mhm. Allerdings machen Machine Games jetzt ein Indiana-Jones-Spiel für Bethesda und damit auch für Microsoft. Und wenn ihr das hier seht und hört, dann sind da schon 10 Minuten Gameplay wohl bekannt und ein Trailer und wir wissen dann auch schon, was es heißt und was es wird. Das wissen wir jetzt tatsächlich noch nicht. Deswegen spekuliere ich jetzt einfach mal drauf los. Mein Tipp ist, es wird wahrscheinlich kein Ego-Shooter oder auch kein First-Person-Spiel, weil ich mir das bei Indiana Jones nicht vorstellen kann, sondern es wird bestimmt ein Third-Person-Action-Adventure im Stile der Tomb Raider oder Uncharted-Spiele. Und das ist ja nicht verkehrt. Ne? Da gab es auch schon ein paar, Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft war da das letzte für die erste Xbox. Super Spiel. Wie hieß das andere noch? Das erste, was so im Tomb Raider-Stil war. Turm von Babel? Da gab es davor schon. Bitte? Und der Turm von Babel, ja, genau. Ja. Richtig, das war noch nicht ganz so geil. Kaisergruft war sehr viel besser, hatte auch tolle Nahkämpfe übrigens. Das eine Indie-Spiel, was dann noch kommen sollte, da wurde ja nie was draus, aber jetzt kommt wieder eins. Das ist auch schon eine ganze Weile in Entwicklung. Und wenn ihr das hier seht, wie gesagt, dann wissen wir auch schon, was es genau wird. Also ich glaube, Third-Person-Action-Adventure, ich bin mal gespannt, ob sie sich da auch so ein Souls-Ding mit reinbauen werden im Jedi-Survivor-Stil. Ne? Ich hoffe, es hat einen hohen Rätselanteil, ehrlich gesagt. Ich hoffe, die Kämpfe werden Spaß machen. Das hat Machine Games jetzt halt auch noch nicht gezeigt, ob die Nahkämpfe, die es bei Indiana Jones natürlich auch immer irgendwo braucht, ob sie die unterbringen können. Also was kannst du Nahkämpfe? Halt wenn jemand mit einer Peitsche kommt, schießt du den halt weg. Aber weißt du, was da ein ganz Schwert, cooler ne? Ansatz wäre? Ja. Schwert genauso. Kannst du dich noch an diese, haben wir das zusammengespielt, das Unguard? Ja. Diese Demo? Wenn das Indiana Jones auch so ein bisschen darauf fokussiert wäre, bei seinen Kämpfen auch viel Interaktion mit der Umgebung. Also den Stuhl nehmen und dem Stuhl halt jemanden rüberhauen oder irgendwie über den Tisch schlittern, Stranglehold-mäßig oder jemanden dagegen schleudern. Also viel mit so Sachen, die in der Umgebung sind, interagieren. Das finde ich wäre ein cooles System. Ja. Also jetzt kommt aber der Knaller. Morgen wird neues Point-and-Click angekündigt. Hätte ich auch kein Problem damit. Neues Desktop-Adventures. Von Machine Games wird es mich dann doch ein bisschen überraschen. Nee, aber natürlich. Ja, das war das Jones-Spiel. Indiana Jones Desktop Adventures. Ja. Natürlich ist die Peitsche da halt einfach prädestiniert für die Peitsche oben an irgendwas, wo man dann entlang schlittern kann. Dann hast du natürlich in einem guten Indie-Spiel auch immer irgendeine Form von Verfolgungsjagd. Wird auch interessant, ob die dann sehr auf Schienen, und ich meine jetzt nicht die Schienen in der Mine, auf der Lore, wobei es die vielleicht auch geben wird, wissen wir nicht. Aber inwieweit habe ich denn offene Level? Ist es hubbig? Sind es eher Open-World-Level, sehr große? Kann ich mir selber aussuchen, wie komme ich von A nach B? Es ist halt so ein typischer Fall von, wenn da der Mix stimmt, klassische antike Zivilisation, riesige Maschinen, die es so nicht geben kann, Rätsel, wie wir es aus Uncharted kennen, dann Verfolgungsjagden, die auch gerne geskriptet und inszeniert sein dürfen, ob es jetzt die Minenlorefahrt ist oder mit einem Jeep oder mit einem Pferd oder mit einem Motorrad oder an der Kanone von einem Panzer oder auf einem Motorboot oder so, wie man es halt aus den Filmen kennt. Das ganze Rumlaufen, Klettern, Wege finden, mit der Peitsche irgendwelche Wege öffnen, ein bisschen Metroidvania-like, kann es von mir aus auch haben. Jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen und wahrscheinlich, also mich würde es echt wundern, wenn es irgendwas anderes ist als das. Das Naheliegendste. Ich hoffe, es wird halt optisch zeitgemäß. Und ich hoffe, sie kriegen die deutsche Stimme, weil ich Harrison Ford nur kenne mit der Stimme von Wolfgang Pampel. Und die braucht es da. Das hatte zum Beispiel, ich habe letztens nochmal Indiana Jones and the Fate of Atlantis installiert, weil ich dachte, es gäbe da eine deutsche Talkie-Version, CD-Version. Aber es gibt tatsächlich keine Version mit deutscher Sprachausgabe. Ich dachte mir so, hä, du hast doch früher ein Indie-Spiel gespielt, wo die deutsche Stimme drin war. Was war denn das? Und das war tatsächlich Turm von Babel, glaube ich. Und Kaisergruft, glaube ich, sogar auch. Und das gehört einfach irgendwo dazu. Klar, Harrison Ford auch im Englischen irgendwie eine sehr markante, so ein bisschen sonore, gelangweilte Stimme, aber das ist halt, finde ich, wer mit den Indie-Filmen aufgewachsen ist,
der sollte auch den deutschen Sprecher wieder bekommen. Geld genug hätte ja Microsoft, den wieder einzukaufen. Schauen wir mal. Also ich freue mich da total drauf. Und wenn es halt so eine typische Tour de Force wird, wie eben die letzten Tomb Raider-Spiele oder die Uncharted-Spiele, was ja im Prinzip alles Marken sind, die auf Indiana Jones in weiten Teilen zurückgehen, ja, dann hat diese Figur auch es wieder mal verdient, eben rückwirkend dann auch ein Spiel wieder zu bekommen, was so ist wie die Tomb Raider-Spiele. Ich bin mal gespannt, was das mir zu erzählen hat, das Spiel, weil du richtig sagst, Tomb Raider ist ja einfach ein weiblicher Indiana Jones und Uncharted kommt ja auch genau aus der Richtung. Und einmal frage ich mich, wie relevant ist das für eine Zielgruppe heute? Also natürlich für uns, weil wir die alten Filme noch kennen, obwohl halt die neueren dann auch alle nichts mehr waren. Ja. Und gerade wenn man jetzt jünger ist, kennt man nur die neuen oder kennt sie auch nicht vielleicht, weil sie eben nicht so einen Einfluss hatten. Wie weit können die jetzt dann ein gutes Spiel daraus machen? Du hast gerade die neuen Tomb Raider angesprochen. Das letzte Tomb Raider fand ich auch scheiße. Das war echt nicht mehr. Ich mochte das erste Reboot ganz gern. Und dann, es gibt drei neue, ne? Seit dem Reboot. Und die wurden dann auch immer schlechter. Das erste war richtig cool. Das zweite mochte ich dann auch noch ganz gerne. Dann noch ein bisschen andere. Und das dritte fand ich wirklich, also die Story war so schlecht geschrieben und so ein Müll. Ja. Und es hat mir überhaupt nichts mehr zu. Also es wurde. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wenn es in die Richtung geht, was zu erwarten ist oder was ich auch erwarte, was sie mir zeigen können, was jetzt diese Art von Spiel im Jahr 2024 mir zu bieten hat. Weil es steht und fällt natürlich also schon stark mit dem Ensemble. Ne? Und da finde ich, sind gerade die letzten beiden Indie-Filme viel zu aufgebläht, was er da auf einmal alles für neue Freunde hat, die man angeblich von früher schon kennen sollte, die ich aber, und ich kenne die ersten drei Indie-Filme sehr, sehr gut. Da habe ich mich dann beim vierten und beim fünften schon ein bisschen gewundert. So, und wer bist du jetzt genau? Warst du im vierten schon? Ja, weiß ich nicht. Aber gerade wenn man, und Tomb Raider ist da eben kein gutes Beispiel, weil da gab es halt Lara und da gab es halt ihren Kumpel noch und dann wird es aber auch schon eng. Aber wenn man gerade Uncharted und von mir aus auch die Jedi-Survivor-Spiele, die sich ja auch extrem bei den Tomb Raider, oder die Jedi-Spiele, die sich extrem bei den Tomb Raider-Spielen bedient haben, spielerisch, da ist es schon wichtig, dass du neben Indie auch Leute hast, die als Gegenpart und für so Bantering in Zwischensequenzen und so super funktionieren. Und das zum Beispiel, das kann Machine Games eigentlich ganz gut. Das haben sie bei Wolfenstein auch sehr gut gezeigt, dass eben eine Crew, die man bei Wolfenstein noch nicht vorher kannte, dass sie die sehr lebendig und sehr schön in der Interaktion machen können. Und das braucht ein Indiana-Jones-Spiel schon. Wichtig ist halt auch, um welches Relikt geht's denn? Ne, da waren diese Kristallschädel sehr uninteressant und dieser Mechanismus da im letzten Indie, den kennt man schon, aber du merkst halt schon, wie auch so Autoren von der Franchise dann irgendwann mal danach suchen, ja, was haben wir denn da noch? Was gibt's denn da noch? Und wer kennt das denn noch? Ne? Ob du jetzt ein Spiel heutzutage, wenn es die Filme nicht gäbe, mit der Bundeslade noch umsetzen müsstest, die vielleicht auch keiner mehr so kennt, weiß ich nicht, aber das da klingt ist halt auch schon immer, Bundeslade klingt für mich immer wie was aus der Gründung der Bundesrepublik. Die geheimen Helmut Kohl-Tagebücher oder so. Oder Wolfgang Kohl aber Schublade. Die ja, als Kind wusste ich auch nicht, was das sein sollte. Also ich kannte das nicht. Ich bin Bundeshaus, weiß nicht. Das hat mir nichts gesagt. Aber allein, der also, Film, der Gag, wo sie an die Wand schauen und, dann so, und die Elsa so, was ist das? Und er so, Ark of the Covenant. Weil der Harrison Ford, ja, die Bundeslade. Das ist sicher, ganz sicher. So, ja, die, kannte man vorher auch nicht, aber ja. Aber von wegen, was so ein Spiel so bieten kann, ne? Jetzt gerade auch verglichen mit einem Uncharted oder auch einem Tomb Raider, finde ich gerade bei Indiana Jones halt, was für mich noch echt dazukommt, ist, wenn es halt die richtige Zeitspanne ist. Also wir wissen ja jetzt noch nicht genau, wann es spielt, aber ich hoffe halt schon auf Nazis. Weil ja, natürlich. Indiana Jones klar. Gegen Nazis finde ich halt irgendwie immer geil. Also ich hoffe nicht, dass Games ja auch. In den 1950ern, stimmt, ja, haben sie Erfahrung mit, ne? Ich hoffe nicht, dass es irgendwie in den 1950ern oder so spielt, sondern ich will halt so kurz vor Kriegsbeginnszeit ein Setting haben und dann ist für mich auch ehrlich gesagt Indiana Jones mit den Figuren, die sind mir gar nicht unbedingt so wichtig. Für mich ist das ein Set-Piece-Spiel. Ja. Also ist wirklich, wer sind die Gegenspieler und was sind die Locations? Und diese Zeitphase, das. Du willst halt auch Indie Undercover in so einer Nazi-Uniform irgendwo sehen, ne? Wie er dann so tut, als könnte er nicht entdeckt werden. Und er wird natürlich sofort erkannt. Mein Leben. Dann halt wieder also so blöd irgendwie klingt, aber allein diese Skin von dem Charakter gibt mir schon was. Der Hut, und die Peitsche an der Seite. Die Musik. Ich meine, es ist ja nicht umsonst, ist diese Figur auch so gebaut und dann auch so ikonisch dadurch geworden. Ne?
das ist einfach was anderes. Ich habe jetzt irgendwie gerade noch mal vor ein paar Tagen noch mal Jedi Knight gespielt und warum macht das immer noch so einen Spaß? Ja, es sind coole Spiele, aber es sind halt auch Spiele, wo du gegen Sturmtruppler kämpfst und es wird niemals alt, Sturmtruppler abzuballern. Das ist immer geil. Es sind auch immer in allen Star Wars Leveln die besten Level, wenn es gegen Sturmtruppler geht, weil die so ikonisch sind einfach mit ihrem ganzen Design. Dieses dumme weiße Rüstungsdesign ist so, da kann kein anderer Star Wars Gegner ist so geil wie der Sturmtruppler. Und kein anderer Held ist so, also so Actionspielheld, für mich so von der Optik her so geil wie ein Indiana Jones. Also da ist so sympathisch mir eine Lara Croft als Figur vielleicht irgendwie mal sein kann, wenn sie gut gebaut ist. Oder so nett ich auch einen Nathan Drake oder so finde. Aber es ist, gib mir eine Indiana Jones Skin und das ist schon tausendmal besser. Das ist einfach so. Das ist ja bei den Filmen ganz komisch, weil wenn sie nicht Harrison Ford genommen hätten, sondern Tim Matheson oder Tom Selleck, auch wenn man sich so Storyboards aus den frühen Filmen, also von Raiders anschaut, wenn der nicht aussieht wie Harrison Ford, dann ist es halt irgendwie das, was Lucas und Spielberg eigentlich machen wollten, halt so irgend so ein 30er-Jahre-Serial-Abenteuer-Fuzzi, was er ja auch ist, aber dadurch, dass es Harrison Ford eben ist in der Rolle und wie er sie angelegt hat und wie er halt auch aussieht, dass er eben nicht aussieht wie Richard Chamberlain in Quatermain, sondern eben Harrison Ford ist. Und vielleicht, weil man auch an Solo schon kannte. Also irgendwas ist da passiert mit dieser Figur, dass es ohne die nicht funktioniert. Deswegen haben sie jetzt auch, oder Harrison Ford hat ja auch gesagt, also er macht keinen Indie mehr und damit ist die Figur auch durch. Das macht auch keiner mehr. Na klar, diese Experimente mit dem jungen Indie kann man schon auch machen. Auch River Phoenix war da super und auch in der alten Serie, die halt echt auch irgendwie ganz cool war. Aber wenn ich einen erwachsenen Indie spiele, dann muss der aussehen wie Harrison Ford. Er muss sich verhalten und Gags machen wie Harrison Ford und er braucht halt auch die Stimme. Und dann funktioniert's. Und dann ist der Rest auch gar nicht mehr so. Wenn dann noch die Zeit stimmt, dann werde ich dem Spiel viel verzeihen. Und ich glaube, bei Machine Guns ist es trotzdem gut und netten, wenn sie zeigen, dass sie auch Third-Person-Action-Adventure können. Hm. Und wenn sie es nur gut nachbauen. Ne? Sie brauchen sich nur Jedi Survivor anschauen, sie brauchen sich nur die Tomb Raider-Sachen anschauen und Uncharted. Also es gibt jetzt echt genug Vorlagen für genau diese Art von Abenteuer, die man nur sauber nachbauen muss. Und da brauche ich dann auch keine brillanten eigenen Gameplay-Ideen. Ja. Also ist ja nicht wichtig. Ne? Ich brauche gute Rätsel, coole Dialoge, Faustkämpfe, Nazis Idealfall, ein cooles Relikt, wo erstmal noch keiner dran gedacht hat, ach stimmt, daraus hätte man ja mal ein Spiel machen können. Ich glaube, es wird schon der Titel kolportiert, oder? Ich weiß es nicht. Egal, wenn ihr das hier hört, dann wissen wir es ja und dann vielleicht gibt es noch einen Nachtrag dazu, zumindest bei Social Media. Wenn es richtig erfolgreich wird, das Indiana Jones Spiel, gibt es dann vielleicht dann nächstes Jahr oder in zwei Jahren dann ein Quatermain-Spiel. Und das unbedingt, ja. Das brauchen wir unbedingt. Na, ich würde auch ein Han Solo-Spiel mit Kusshand nehmen jederzeit, aber dazu später mehr. Jetzt ist erstmal Martin wieder dran. Dann nehme ich mal als nächstes ein Strategiespiel, und zwar Manor Lords, das ja im April rauskommen soll, am 26.04. Das kommt dann direkt auch im Game Pass zum Beispiel mit. Und das sieht super aus. Es sieht einfach super aus. Es sieht aus wie Kingdom Come Deliverance als Strategiespiel, so von der ganzen Anmutung. Ich mag dieses sehr organische, sehr realistische. Ich bin eh ein großer Fan von Aufbauspielen und das ist ein Aufbauspiel, was auch Militär mit drin hat, diesen Militärpart, den ich dann auch, wenn es gut verbunden ist, gut verknüpft ist, sehr schön finde. Das hat dann auch ein bisschen so ein global ist aber so eine Weltkarte, wo man dann irgendwie dann halt dann ne, so eine Art Kampagne hat und dann da weiter sie ausbreiten kann. Und in allen Aspekten, die man bis jetzt von dem Spiel sieht, sieht es einfach super spannend und interessant und cool aus. Man merkt so richtig, finde ich, die Leidenschaft, die hier drin steckt, die ganzen Ideen. Es ist halt ein Indie-Ding und da habe ich auch immer eine Schwäche für und das überrascht mich ja oft positiv, weil das dann nochmal was ganz anderes bietet. Und ich bin wirklich darauf gespannt. Ich habe die Demo damals ja nicht gespielt, die ja verfügbar war eine Weile. Deswegen gehe ich da ziemlich unbeleckt da rein, ohne großes Vorwissen, aber ein bisschen Ahnung habe ich schon, mir die Trailer angeguckt und es ist genau so eine Art von Spiel, wie ich sie mag. Sie sieht sehr anspruchsvoll aus, dass man da wirklich sich reinfuchsen muss, dass es auch ein schwieriges Spiel ist, was dann wahrscheinlich nicht sehr verzeihend ist oft, zumindest dann auch vielleicht auf den normalen oder höheren Schwierigkeitsgraden. Und für das Setting eben, so ein realistisches Mittelalter-Setting, finde ich klasse. Eigentlich sieht das alles ganz cool aus. Also könnt mir kaum dann, wenn ich manchmal Lust auf diese Art von Spiel hatte, mir was Besseres vorstellen als von den Stichpunkten, was man so aufschreibt.
Nach Against the Storm bin ich ein bisschen gespannt drauf, wie gut ich jetzt, wenn ich eben gerade im Trailer nochmal diese Weltkartensachen gesehen habe, dass man dann halt zum Beispiel dann so ein neues Gebiet irgendwie angeht und auch seine Kontrolle bringt und dann wahrscheinlich auch besiedeln muss oder wie auch immer das dann genau im Einzelfall funktionieren muss. Dass ich ja gerade bei Against the Storm das so genial fand, dass du eben nicht, wenn du eine neue Mission machst in so einer Kampagne oder ein neues Gebiet kommst, dann deinen Plan F nochmal abspulst und nochmal die gleiche Siedlung hinstellst, weil du genau weißt, ich baue erst das Feld und dann die Mühle und dann den Bäcker und dann habe ich diese Teil der Warenkette abgebildet und dann da hinten irgendwie den Fischer und dann noch den Schmied und dann muss ich noch Kupfer besorgen und dann habe ich alles. Sondern dass bei Against the Storm das ja jedes Mal komplett neu aufgemischt wurde durch die Art der Ressourcen, die da waren, durch die Gebäude, die unterschiedlich waren und andere Faktoren, die da reingespielt haben. Sowas erwarte ich jetzt überhaupt nicht beim Manor-Lord. Da wird das sowas ganz klassisch, wie es bei dem Siedler ist oder wie es bei einem anderen Aufbaustrategiespielen ist, diese festen Sachen geben. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass da vielleicht, mal gucken, ob es bei Manor-Lord schon in Ansätzen mal da ist oder bei anderen Spielen vielleicht, die später kommen, zumindest Teile dieser Idee aufgegriffen werden. Dass zum Beispiel ich ja eben, na, das gibt es schon auch bei Siedler, ganz klassisch gibt es schon bei Siedler 1, wenn ich halt für meine Mine, damit die Bergarbeiter da was essen, Lebensmittel brauche, gibt es aber nicht nur eine Lebensmittelressource, sondern ich kann theoretisch irgendwie Getreide anbauen und daraus Brot backen. Ich kann Getreide anbauen und das den Schweinen verfüttern und dann kriegen die halt Fleisch. Oder ich kann mit einer Fischerhütte da angeln gehen und den Fisch besorgen. Also habe ich schon mal praktisch, um ein Bedürfnis zu erfüllen, drei verschiedene Wege. Und dass sowas, solche Ideen noch ein bisschen mehr ausgebaut werden, dass ich vielleicht in ein karges Gebiet komme, wo dann Landwirtschaft gar nicht möglich ist. Dass ich in ein Sumpfgebiet komme, wo was anderes, wo ich nicht vielleicht auf festen Untergrund bauen kann. Dass sowas ein bisschen aufgemischt wird, weil das fand ich dann doch bei fast allen Spielen dann irgendwie ein bisschen langweilig, wenn sie diese Kampagne mit drin hatten, die eigentlich immer eine schöne Idee ist, dass du zu oft das Gleiche machst. Davon abgesehen, das ist das Einzige, wo ich denke einfach, dass sich das Genre weiterentwickelt hat. Und das finde ich auch ganz cool, weil es hat jahrelang stagniert, fand ich, dieses Aufbau Genre. Bestimmt so eine Dekade hat es nur so in Detailfragen da mal was Neues gemacht. Gerade wenn man an die Siedlerreihe denkt oder an andere Sachen, die da sehr prominent waren. Und gerade in den letzten Jahren hat sich da wieder, ist da ein bisschen Bewegung wieder reingekommen mit verschiedenen Spielarten. Und ich hoffe, dass das halt so weitergeht in den nächsten Jahren, weil das viel eben Platz bietet für Innovationen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was eben dann Manor-Lords vielleicht auch zu bieten hat in diesem Aspekt. Neben den Sachen, von denen ich ausgehe, dass sie es sehr gut macht, einfach von dem tatsächlichen Aufbauen, wie organisch auch die Siedlungen aussehen, wie durchdacht das sein wird, wie die Verzahnung sein wird, denke ich mal, die auch bis jetzt, nachdem was man so hört und was man sieht, sehr gut aussieht, von der Verzahnung von dem Wirtschaftspart, von dem Aufbaupart und von dem Militärpart und ein bisschen übergeordneten, auch mit so Politik- und Diplomatieentscheidungen und so, ne, so Bestimmungen für seine Dörfer und solche Sachen. Das, denke ich, wird alles gut funktionieren. Und dann, aber ja, es ist ähnlich wie, was ich gesagt habe bei einem, bei welchem Spiel habe ich das gesagt? Weiß ich gar nicht. Aber dass ich mich frage, dann, was du eben gesagt hast bei dem Indiana Jones, dass ich dann immer ganz gerne sehen möchte, auch wo ist denn der nächste Schritt? Was haben die jetzt noch diesem Genre und den bestehenden Sachen hinzuzufügen, was nochmal mir, ne, so richtig den Kick gibt? Und da bin ich bei Manor-Lords drauf gespannt. Wo ich, wie gesagt, abgesehen davon ausgehe, dass es ein gutes Spiel wird. Ich finde, das ist sogar für Leute wie mich, die jetzt keine großen Aufbauspiel-Fans sind. Ich habe jetzt auch nichts dagegen oder so, aber ich habe lang keins mehr gesehen, was mich so richtig angemacht hätte. Und das ist halt, wenn ich da einen Screenshot sehe, ohne Interface, wohlgemerkt, und ohne, dass ich quasi schon so Linien sehe, die mir zeigen, wo der nächste Weg gebaut wird, sondern nur dieses Dorf, so muss das aussehen irgendwo, ne? Und muss dann auch nicht total übertrieben sein. Also es muss sich dann nicht in so eine Anno 1800-Welt verwandeln, sondern die Art von überschaubare Siedlungen organisch hochziehen, das stelle ich mir sehr cool vor. Alles andere bräuchte ich gar nicht. Aber das macht kein Spiel, glaube ich, so, dass du sofort siehst, so ja, genau so muss das sein, wie dieses Spiel in dem Jahr. Das sieht übrigens auch Maurice Weber so. Wen überrascht es, dass ihm das gefällt? Aber ich glaube, der ist auch schon ein bisschen. Aber es gefällt auch allen. Wie du wirklich sagst, das ist eins dieser Spiele. Da zeigst du jemandem zwei Screenshots und er sagt, das sieht ja geil aus. Und das schaffen manche Spiele, manche schaffen es nicht. Und Manor-Lords macht das einfach. Ne? Das weckt die Fantasie, das weckt den Willen, da irgendwie sofort loszuspielen. Du willst wirklich direkt die Maus in die Hand nehmen und denkst so, geil, ich will jetzt noch den Bauernhof hinsetzen und den Weg und meine Leute lang schicken. Hab sofort Bock drauf. Und das musst du auch erstmal schaffen. Das ist eine Leistung. Das kommt von einem Entwickler, ne? Ja. Ein Mensch.
Ich kapiere das nicht. Wie kann man das? Wie geht das? Da muss ich nur ganz kurz, da habe ich jetzt gesehen, es gibt einen ehemaligen Bethesda-Entwickler, der bei vielen Spielen da mitgespielt hat, mitgemacht hat, Fallout 3 und 4 und dazwischen noch anderen, der vor allem für das World Design und für die Map von Fallout 76 mitverantwortlich war, so, was von vielen als der beste Teil des Spiels gewertet wird. Und der macht jetzt ganz alleine ein Spiel, was total cool aussieht. Da habe ich bei Noclip, diesem Video-Kanal, den ich sehr gerne mag, auch ein Video über den gesehen. Und da hat er ein bisschen drüber gezeigt, haben sie über einen Zeitraum begleitet, wie er halt sein Spiel da in der Unreal Engine 5 macht mit dem Editor. Und da siehst du mal, was möglich ist, weil der versteht den Editor, der kennt sich mit der Unreal Engine aus. Und dann zeigt er ein bisschen, wie er sich so eine Landschaft zusammenklickt, relativ schnell und auch sehr gut erklärt, was er warum und wo macht. Und dann siehst du, was heute aber möglich ist mit richtig guten Tools, mit einer guten Engine, mit einer guten Middleware, wenn du das halt da einfach nimmst, dich ein bisschen auskennst, den richtigen Baukasten selber einfach da zurecht bastelst, kannst du als mit einer guten Vision und einer guten Idee da schon richtig viel machen. Weil der hat auch eine ganz geile Idee, der macht so ein Open-World-Jagdspiel in so ein bisschen einer mystischen Welt. Sieht total spannend aus. Könnten wir vielleicht auch uns auch mal angucken. Aber da kann ich mir auch gut vorstellen, eben wenn dieser eine Entwickler von Manor Lords da die richtigen Tools hat, dass der ganz viel, eben er muss nicht alles, die Engine und die Physik und die Grafik und alles mögliche um die Systeme machen, er kann das halt benutzen und sich auf die Sachen konzentrieren, die ihm wichtig sind. Und das finde ich richtig klasse. Also, und das finde ich auch schön, dass sich das so entwickelt hat, dass das immer mehr möglich wird. Weil es gab diese Zeit ganz früher, so sage ich mal die 80er Jahre bis Ende der 80er, wo es diese und früher auch schon diese typischen Garagen oder Keller oder Dachboden bei uns in Deutschland, Attic, ganz ja wortwörtlich, Attic Entertainment, wo kleine Entwickler was machen könnten, weil die Ansprüche nicht so hoch waren, wo es entweder manchmal nur Text war oder ganz einfache Grafik oder die Programmer-Art noch halt, wo der Programmierer nebenbei das noch gemalt hat. Und das ist dann verloren gegangen, lange Zeit, angefangen in den 90ern und die 2000er halt rein, weil das nicht mehr zu leisten war als einzelne Person, um bestimmte Ansprüche zu erfüllen. Und ich habe das Gefühl, dass wir oft jetzt, schon in den letzten Jahren, aber immer mehr in so eine Zeit stoßen, wo das wieder mehr möglich wird, weil sie dann auch anders, die können halt diese hohen Ansprüche erfüllen, weil die Tools so gut sind, dass du da trotzdem mithalten kannst in gewisser Weise, wenn du dich halt dann schon auf die richtigen Sachen konzentrierst. Und das finde ich auch ganz klasse. Deswegen freue ich mich da. Wir sehen das ja bei sowas wie einem, wie jetzt auch ein Robocop. Also, ja. Schau dir da auf ein paar von den Level an, wo du so denkst, Alter, was ist das bloß da? Das ist alles Technologie. Also super. Bin auch sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren nochmal so ein bisschen in der Double-A-Schiene möglich sein wird und wo dann hoffentlich halt auch wirklich wieder dieser Gedanke ein bisschen mehr reinkommt mit lieber versuchen, irgendwie wieder eine eigene Identität zu finden und eine eigene Stoßrichtung, statt halt wirklich immer dem hinterher zu laufen, wogegen man selbst mit dieser Technologie keine Chance hat. Also so traurig es sicherlich ja zum Beispiel auch ist, heute kam jetzt gerade die Meldung, dass allem Anschein nach, vielleicht ist es inzwischen jetzt, wenn ihr den Tod-Podcast jetzt hört, sogar schon mehr Details, dass halt Piranha Bytes dicht gemacht hat oder dicht machen wird oder zumindest alle Leute schon entlassen hat und nur noch in der Auflösungsphase ist. Aber auch da, wenn sich da vielleicht auch welche finden, die irgendwo wieder ein neues Studio gründen wollen und mit den Technologien, die auch gerade so eine Unreal Engine 5 zum Beispiel jetzt bietet, einfach einen guten Kasten, einen Baukasten haben, um sich zumindest beim Worldbuilding schon mal ein bisschen unter die Arme greifen zu lassen. Ich hätte lieben gern mal ein Spiel in diese Richtung, was halt diese Technologie nutzt, aber eben den Stil aus einer Gothic-Richtung aufgreift. Dieses Kantige, dieses Freche, dieses Trotzige. Nicht die nächste 0815 Open-World-Fraktion, wo irgendwie doch alle wieder nett sind und wo, also da ist ein bisschen meine Hoffnung, dass wir wieder etwas mehr in diese Richtung sehen werden. Ja. Und noch ganz kurz abschließend dazu von mir, da fasse ich mir mal in den Kopf, gerade wenn es diese AA-Entwickler sind, wenn die irgendein Spiel mit einer eigenen Engine machen inzwischen, dann denke ich immer so, ey, warum tut ihr euch das an manchmal? Wenn du dann auch siehst, daran hakt es dann oft, dass sie sich so schwer tun und so viel Zeit damit verschwenden. Vielleicht, ich bin natürlich auch kein Experte, vielleicht gibt es da manchmal auch gute Gründe und sicherlich gibt es auch manchmal gute Gründe. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sich da so mittlere Teams voll verzetteln, dass sie da so, an sowas ewig noch rumbasteln, anstatt, wie du richtig sagst, sich auf irgendeine Idee zu konzentrieren und ihren
Take da drauf und dann vielleicht Sachen, die zu kompliziert sind, dann auslagern. Aber naja, das ist noch vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja, außer die Engine kann halt was sonst keine kann. Wie bei Teardown jetzt oder so, wo du sagst, okay, ich mache auf Voxel und komplett zerstörbar. Das machen halt die Großen nicht. Oder da ist wahrscheinlich auch die Unreal Engine 5 nicht einfach so umzustricken, dass sie sowas kann. Aber, halt, aber für ein Gothic-ähnliches Spiel ist ja im Grunde genommen die Unreal Engine regelrecht gemacht. Das ist ja, ja Welt bauen, Figur rumlaufen lassen, kämpfen lassen. Und der Rest, den Gothic ja ausmacht, ist ja nicht irgendwie schöne Grafik, sondern halt die Figuren, die Art und Weise, wie die Welt miteinander verknüpft ist. Nicht dieses, oh, machen wir es doch noch größer und noch belangloser, sondern nein, Dorf 1, Dorf 2, Dorf 3, 5 Kilometer Radius, fertig. Und da stellt ihr eure Geschichten an. Clever gegatet, genau, 10 verschiedene Schwerter, wo du dich immer freust, wenn du eins findest, was spürbar stärker ist als das vorige und so. Aber ja, okay. Machen wir weiter. Ich bin gespannt, was da die nächsten Jahre noch so kommt. Mal gucken. Bin gespannt, was du als nächstes was, je nachdem, wann es dann tatsächlich rauskommt, was ich tatsächlich vielleicht anbieten würde, ob man das mal im Koop-Let's Play spielt. Ja. Nämlich Warhammer 40k Space Marines. Yes. Weil man das lustigerweise auch zu dritt in der Kampagne spielen kann. brauchen wir wahrscheinlich alle erstmal nochmal neue Rechner bis dahin. oder wir hoffen mal einfach drauf, dass sie die Engine noch, dass sie es noch weiter optimiert bekommen. Also ich habe die Demo gespielt vor ein paar Monaten und fand das total cool. Einfach, es ist genau das, was es verspricht. Also es ist einfach nochmal ein Space Marine. Relativ geradliniges Action-Third-Person-Shooter- und Nahkampfspiel. Das Nahkampfsystem etwas komplexer als im Vorgänger, aber auch nicht, also nichts zum Kopf zerbrechen. Und der Rest ist halt einfach Over-the-Top-Inszenierung, massenhaft Gegner, geiler Gewaltgrad, geile Grafik, geile Umsetzung des Settings. So scheiße Nazis sind, aber die Space-Nazis hier, die mit denen ziehe ich irgendwie ganz gerne mal rum. Weil am Ende sind sie es ja. Das sind ja eigentlich, du kannst die ja nicht, gut, in der Welt, in dem Universum kannst du fast niemanden gut sprechen, aber das sind halt echt eigentlich auch ganz schöne Arschlöcher. Aber super. Ich liebe das auch. Ich liebe total diese ganze bekloppte Warhammer 40k-Welt. Und das ist einfach klasse. Und ja, Space Marine war ziemlich gut. Es war jetzt halt kein super Spiel, es war ein ziemlich gutes Spiel irgendwie. Mhm. Und ich hoffe, dass halt genau, und so sieht es aber auch aus, dass sie genau an die richtigen Stellen drehen, dass sie so ein bisschen abwechslungsreicher machen. Ist nicht super komplex, aber es war gerade Space Marine auch in seiner Länge, war es immer dann, in den letzten 10% von jedem Level war es immer ein bisschen zu langweilig dann gerade. Ja. Obwohl es dann schon nicht so viel war. Dann haben sie dann schon was Neues eingeführt und nach allem, was aussieht, wird das halt nochmal ein bisschen besser, ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen coolere Level. Die Tyranniden sind geile Gegner. Dann Dreier-Koop. Ja, und schön das Übertriebene, gerade in der Story und den Zwischensequenzen. Und dann hat man eigentlich alles genau richtig gemacht. Und technisch sieht es halt echt geil aus. Ich dachte, das ist natürlich Wahnsinn. Problematisch, nicht gut optimiert, aber da haben sie sich jetzt ja noch ordentlich Zeit genommen und das kriegen sie bestimmt hin. Ja. Vor allem ist es das eine Gears, was wir dieses Jahr kriegen. Es sei denn. Ein Jahr ohne Gears ist ein verlorenes Jahr. Ja, aber warte mal. Es sei denn, es bewahrheiten sich tatsächlich die Gerüchte, die momentan rumgehen, dass es eventuell tatsächlich eine Unreal Engine 5 Gears Collection gibt. Weil das jetzt gerade. Ja, alles nochmal machen. Und wehe, wenn es das gibt, wehe, da ist Judgment nicht drin. Das ist jetzt schon so eine Scheiße, dass Judgment als einziges Spiel auf der Xbox keinen 4K 60 FPS Patch bekommen hat, was so schade ist. Das ist, ich meine, das ist vielleicht nicht unbedingt das beste Gears, das sicherlich nicht, aber es ist immer noch ein verdammt gutes Actionspiel. Sieht immer noch toll aus. Ich spiele es auf dem Emulator, auf dem PC. Und wenn du das mal in 4K und 60 FPS siehst, das ist immer noch so geil. Nur leider, der Emulator funktioniert nicht komplett perfekt. Der spuckt manchmal ein bisschen Fehlfarben aus. Und das ist halt dann echt immer so dieses letzte Fünkchen, was noch so fehlt. Ey, wehe, das ist da nicht mit dabei. Weil die Rechte sind bei Microsoft. Also das ist ja alles, es gehört ja alles zu Microsoft. Das wäre so schade. Die nochmal spielen? Wobei, dann könnte ich endlich mal, das ist nämlich das Einzige, mir fehlen, glaube ich, bei Gears 4 noch 2 Missionen. Da bin ich an irgendeiner typischen Nervstelle, wo ich dann aufgehört habe. Und ich bin so kurz vorm Schluss und das ist das Einzige, was ich nicht durchgespielt habe. Und das ist, ihr kennt ja meine Spielfrequenz und was ich dann da wirklich durchspiele und so weiter, aber dass ich es sogar Judgment und alle Gears-Teile bisher, außer gut, Tactics nicht, aber alle anderen bis jetzt durchgespielt habe, das ist schon überraschend. Dafür, dass es eigentlich immer das gleiche Spiel ist. Ne, bis auf kleine Unterschiede, das ist halt auch immer super. Und wenn wir schon kein richtiges neues Gears kriegen, dann spielen wir doch wenigstens Space Marine dieses Jahr. Ja. Vielleicht im Koop. Da wäre ich mal. Ja, auf jeden Fall.
Das ist doch genau so, was für uns. Dann ist Daniel dran, ne? Ich bin wieder dran, genau. Also, bevor wir zu sehr wackeligen Kandidaten zum Abschluss kommen, ich hatte es ja vorher schon angeteased, kein Spielejahr ohne ein Star Wars Spiel. Und ich freue mich auf Star Wars Outlaws, das neue große Star Wars Action Open World Spiel. Ja, so richtig Open World ist es nicht, aber ja, nennen wir es mal Open World Action Spiel von Massive, die das für Ubisoft machen. Die haben zuletzt Avatar Frontiers of Pandora gemacht, das ich irgendwie ganz gern mag. Was man bisher von Outlaws gesehen hat, hat mich noch nicht so total abgeholt. Irgendwie fühlt sich's an, als, ne, also die Schusswechsel haben mich auf die falsche Art an Battlefront 2 Kampagne erinnert. So hatten irgendwie so keinen Biss. Weiß ich nicht. Ich brauche auch nicht unbedingt wieder Open World und ich weiß nicht, ob der Begleiter, da dieses kleine Tier, was bei der Heldin auf der Schulter sitzt, ob das oder mitläuft. Ob das nicht etwas sehr auf, ja, das ist der niedliche Begleiter designt ist, aber hey, das war der Roboter bei Jedi Survivor auch. Mein Gott, es funktioniert dann schon. Aber es ist fucking Star Wars. Mein Gott. Es wird schon gut genug werden. Ich hoffe nur, sie lernen aus Avatar ein bisschen was, was Persönlichkeiten angeht, mit denen man sich unterhält. Beispiel nochmal, Jedi Survivor. Auch da sind die Begleiter und die Leute, die man da in der Bar so trifft, jetzt wirklich nicht die aufregendsten. Da ist ein lustiger Frosch dabei danach. Stinkt es schon ein bisschen ab. Es ist schon in Ordnung, aber bei Avatar ist es halt echt nochmal eine Schippe drunter und das möchte ich bei Star Wars nicht sehen. Da hilft dann auch irgendwann der Star Wars Bonus. Nichts mehr. Schauen wir mal, aber es gibt bestimmt ein paar coole Planeten. Ich finde es ganz cool, dass man mal jemanden spielt, der keine Macht hat. Ich bin mir trotzdem sicher, dass wir auch Machtbegabte im Spiel sehen werden, aber so grundsätzlich, man spielt hier eine Schurkin, ne, fährt da rum, macht Aufträge, das ist schon okay genug. Wobei ich unterm Strich leider sagen muss, ich hätte mir die Vision, die Michi mal geäußert hat für das neue Ubisoft Star Wars Spiel, mir eher gewünscht, nämlich einen Koop-Shooter im The Division-Stil mit lauter Mandalorianern. Hätte sich so sehr angeboten, dass man da seine Rüstung auch irgendwie organisch in die Spielwelt eingebaut, seine Rüstung da pimpt und halt eben im Koop, der eine hat den Raketenwerfer, der andere hat das super starke Jetpack, der dritte hat das Dunkelschwert, was auch immer, das haben, kriegen wir jetzt nun nicht, sondern wir kriegen ein Open-World-Action-Spiel. Wenn sie die Schusswechsel hinbekommen und so, dann kann das schon was werden. Ich bin großer Freund von Avatar und traue Massive ein bisschen was zu. Große Alternativen zu Star Wars kriegen wir in diesem Jahr auch nicht. Also auch Respawn wird auf sich warten lassen. Die werden nicht dieses Jahr noch ihren Shooter rausbringen. Mhm. Auch der dritte Jedi wird nicht in diesem Jahr rauskommen. Da bin ich jetzt auch eben mal übersättigt erstmal. Ja, KOTOR Remake kommt nicht. Ist sonst irgendwas am Horizont? Nee, ne? Dark Forces Remaster. Bitte? Dark Forces Remaster kommt. Remaster. Ja, aber das haben wir ja. Das haben wir im Prinzip schon. Also da weiß ich nicht, was... Ja, ja. Was Nightdive da jetzt noch das weiß niemand. mehr machen wollen als das, was diese Fan-Mod schon kann. Es ist ein super Spiel. Insofern passt schon. Ich hoffe nur, wie gesagt, ihnen gelingt es, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen und lieber eine kleinere Welt mit einer coolen Geschichte und coolen Persönlichkeiten zu füllen, als nach dem Avatar-Modell eine wunderschöne große Welt mit keinerlei Persönlichkeiten zu füllen. Auch wenn ich fairerweise sagen muss, dass ich es bei Avatar lang nicht so schlimm finde, wie es in vielen Tests und Artikeln geschrieben wird. Da komme ich schon mit klar, aber bei Star Wars wünsche ich mir dann doch eine Schippe mehr. Mhm. Na, wird schon passen, irgendwie. Ja. Ja. Habt ihr da Bock drauf? Runde. Nee, kein Kommentar. Ach so. Doch, also ich freue mich da sehr drauf. Also bin gespannt und freue mich und bin auch von allen Ubisoft-Projekten da durchaus noch, obwohl, gut, ich habe jetzt gerade das Prince of Persia bekommen, das ist ja auch super, aber von so den Open-World-Ubisoft-Projekten, das ist, finde ich, das Spannendste und das, wo ich mir vielleicht auch noch mit am wenigsten Sorgen mache, wegen weil ich habe noch einen Ubisoft-Runner ab jetzt dann, der ist mir nämlich vorhin erst eingefallen und da freue ich mich massiv drauf dieses Jahr und ist nicht kein Spiel von Massive. Aber mach du erstmal. Bring mir erstmal alles zu Ende und dann machen wir vielleicht jeder noch einen Runner-Up oder so. So klein. Ein Runner-Up dann noch. Mach du erstmal deinen regulären, Martin. Der regulär hatte ich jetzt schon zwei Sachen, wo ich mich nicht entscheiden konnte. Das sind zwei Spiele. Das erste ist Dragon's Dogma 2.
wo ich im Vorgänger nicht gespielt habe, was irgendwie immer mir aufs Brot geschmiert wird, wie so ein Geheimtipp oder wo ich mir das Gefühl habe, da habe ich was verpasst, ich trotzdem nicht sicher bin. Ich bin so unsicher, ist das ein Spiel, was mir Spaß machen würde? Weil es hat, der Reiz ist ja so ein bisschen das Erkunden, diese größere Welt, die Systeme, das Kämpfen, dieses Kampfsystem, was ja ein bisschen was Besonderes ist. Und ich mag ja eigentlich auch gerne eine starke Story oder einen guten Plot. Und das ist ja das eher, was Dragon's Dogma nicht bietet. Zumindest das erste halt. Aber es sieht irgendwie immer ganz cool aus und faszinierend. Und Dragon's Dogma 2, nach allem, was man so hört, wird einfach ein besseres Dragon's Dogma. Ich weiß nicht, ob sie es dann schaffen werden, zum Beispiel ihre Story interessant zu machen. Das kann man immer mit am wenigsten eigentlich im Vorfeld oft beurteilen, sowas. Was natürlich schon recht spannend wäre. Aber es wäre für mich dann so eine Möglichkeit, das nachzuholen, wenn es einfach sozusagen das Gleiche wie vorher in besser ist, um mal zu schauen, ob das mein Ding ist. Und weil dann nagt nicht immer dieses Gefühl an mir, dass ich da irgendwas nicht verstanden, nicht gesehen, nicht mitbekommen habe. Das kommt ja schon am 22.03., also lange ist nicht mehr her, oder hin, so rum. Und deswegen bin ich gespannt drauf. Und Freude ist das falsche Wort, aber das ist eins der Sachen, wo ich bei jedem Trailer dann immer sofort hellhörig werde und da reingucke, um zu schauen, huckt mich das irgendwie. Und ich kann es auch noch nicht sagen. Ich gucke mir die Trailer an, die sehen auch immer irgendwie interessant aus, aber auch nicht so, dass ich sofort sage, wie bei den Mandalorians, wie du es richtig gesagt hast, oder wie bei anderen Spielen, die ich heute genannt habe, ich sofort denke, jawohl, das ist genau mein Spiel, das will ich. Sondern immer so, okay, ja, sieht interessant aus. Es sieht auch altbacken aus in der Grafik. Und wenn ich diese Grafik sehe, es sieht aus, es könnte auch 10 Jahre alt sein, locker, das Spiel. Und das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, für ein Spiel, was 2024 rauskommt. Wenn ich die Texturen sehe, wenn ich die Figuren sehe, wenn ich die Animationen sehe, die Zwischensequenzen, alles an dem Spiel könnte 10 Jahre alt sein. Das ist jetzt nicht super schlimm. Ich kann damit durchaus gut leben. Aber ist natürlich dann auch nichts, was mich dann sofort überzeugt, dass ich dann gleich vom Hocker gehauen werde. Das täuschte beim Original aber auch schon ein bisschen. Also das Original war auch schon grafisch ein bisschen hinterher. Ja. Es hatte dann aber in manchen Aspekten wiederum sehr coole Sachen, die vorher auch nicht so rüberkamen. Zum Beispiel war der Tag-Nacht-Wechsel in dem Originalspiel richtig, richtig geil. Die Nacht war toll, weil sie auch gefährlicher war. Es war auch eine richtig dunkle Nacht, wo dann auch das Lichtschattenspiel richtig cool rüberkam. Auch in den Dungeons gab es da dann aber auch schon mit hier Schattenwurf von Fackeln und Tralala. Also alles, was man da so drin haben wollte. Und vor allem das Gegnerdesign hat auch einfach sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen, die Viecher. Und diesen japanischen Look aufs europäische Mittelalter-Fantasy. Das ist auch, ja, das ist nichts cool. Technisches, das ist eher was Stilistisches, aber das zieht, also hat mich zumindest beim ersten Teil sehr durchgezogen, weil ich dann sehen wollte, wie sie das nächste aussieht. Das sind diese schwer greifbaren Sachen. Ja, das ist so ein bisschen wie so eine Art, weil es aus einem anderen Kulturkreis kommt, ist das wie eine Überhöhung von der Realität, die sie aber wiederum spannend macht. Genau, wie Dark Souls auch ist, genau. Und das macht das spannend. Deshalb wurde es ja auch oft mit Dark Souls verglichen. Auch wenn es dann doch ein bisschen anders ist. Und genau die Sache, die du gerade erwähnt hast, und so, und dieses System, gerade mit dem Tag-Nacht-Wechsel oder dass es dann auch nachts wirklich Einfluss auf das Gameplay hat. Und so viele solche Sachen hört man immer wieder aus ganz verschiedenen Ecken, die dann immer so cool klingen, für sich alleine genommen. Auch wenn das Endergebnis ein bisschen kantig und schwierig und nicht so fein geschliffen ist. Und wenn sie das aber bei eben Dragon's Dogma 2 besser hinkriegen und ich das dann sozusagen nachholen kann, deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich drauf, deswegen bin gespannt drauf. Und das Zweite ist, was aus anderen Gründen schwierig ist, ist Bloodlines 2, Vampire the Masquerade, Bloodlines 2, wo ich einfach ein gigantischer Fan des Vorgängers bin, was eines der besten Rollenspiele aller Zeiten ist. Und das Bloodlines 2 hat so eine schwierige Geschichte die ganze Zeit mit Entwicklerwechseln und wichtige Leute vom Vorgänger, die erst dabei sind und dann unter komischsten Umständen dann nicht mehr dabei sind. Und jetzt ist Chinese Room als Entwickler da, wo ich auch nicht sicher bin. Ich bin zum Beispiel viel größerer Fan von dem Machine for Pigs, als viele andere das sind. Und allgemein mag ich Chinese Room. Aber ob sie das richtige Studio für ein Bloodlines 2 sind, bin ich schon ein bisschen skeptisch. Auch die neuen Sachen, die man hört, sind teilweise wieder ein bisschen schwierig, weil ein großer Reiz des Spiels ist ja auch gerade die Freiheit und die Offenheit des Spiels. Das ist gar nicht mal so im Sinne von der Open World, aber im Sinne von, wie ich halt die gleichen Quests und die gleichen Geschichten unterschiedlich angehen kann. Einmal einfach als Spieler, aber auch ganz klar ein großer Reiz von dem Setting, von dem Pen and Paper, ist ja auch diese großen Unterschiede in den Clans, in diesen Vampir-Clans,
die in Vampire the Masquerade Bloodlines 1 sensationell gut umgesetzt ist. Das spielt sich so unterschiedlich wie kaum ein anderes Spiel. Und jetzt fängt man an mit 4 unterschiedlichen Clans, was schon mal von der Zahl nicht so viel ist. Wenn diese 4 Clans gut hinkriegen, kann das durchaus ausreichen, kann das sehr unterschiedliche, 4 sehr unterschiedliche Wege bieten. Aber es ist schon mal weniger. Der Charakter scheint sehr viel vorgefertigter zu sein, was auch gut sein kann, aber eben auch nicht wirklich in der Tradition des Vorgängers steht. Dann hast du das schon angekündigt, dass andere Clans mit DLC dazukommen sollen. Und denke ich schon wieder, ihr denkt schon wieder 3 Schritte im Voraus. Denkt mal bitte nicht an andere Clans, die mit dem DLC kommen sollen, sondern denkt mal bitte, dass ihr das Spiel richtig gut macht. Wenn ihr das macht, könnt ihr euch danach immer noch hinsetzen. Weißt du, so wie Larian, die jetzt irgendwie vorher mal gesagt haben, wir machen eh kein DLC und dann die vielleicht jetzt auch mal umdenken, nachdem sie irgendwie einen gigantischen Erfolg einfahren. Und so solltet ihr daran gehen und nicht schon noch die 3 anderen planen. Dann machen wir den richtig coolen Clan, machen wir dann ein halbes Jahr nach DLC. Und dann so, nee, wenn das Spiel abstürzt zum Beginn, habt ihr ja gar nichts von. Mhm. Also da stehen viele Fragezeichen dahinter. Und es lebt, das ist halt einfach so vom Ruf des Vorgängers. Und das ist auch der größte Grund meiner Vorfreude. Und es gibt auch in den Trailern und in den Vorgeschichten halt viele Fragezeichen und eher vielleicht statt Fragezeichen sogar eher Warnlichter. Aber die Hoffnung ist dann trotzdem da. Und das soll im zweiten Halbjahr 2024 kommen, im vierten Quartal, so in der Richtung. Schauen wir mal. Eigentlich soll jetzt im Januar noch eine ausführliche Gameplay-Präsentation kommen. Wurde zumindest Ende letztes Jahr angekündigt. Also vielleicht wird es in den nächsten Tagen eh um das Spiel durchaus noch mal spannend und interessant. Mal gucken. Vielleicht ist es schon gelaufen, wenn ihr das jetzt hier hört. Bin ich auch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, zumal Chinese Room ja auch noch Still Wakes the Deep machen, was, finde ich, auch sehr spannend ausschaut, ne? So eine Horror-Ölbohr-Olbühl-Insel-Plattform. Was ja eher ihr Ding ist dann eigentlich. Naja, genau, kurz, narrativ, irgendwie unheimlich. Hm. Ja, jetzt wieder beides machen wollen, naja, mal schauen. Ja. Vielleicht klappt's ja. Na gut, das waren meine Spiele. Dann kommt der Fritz noch. Und ich kann mir schon denken, was jetzt kommt. Ja, was jetzt kommt, ist relativ, ich weiß es auch. Relativ einfach. Wir können sie auch nachlesen. Das ist ja schön. Ja, natürlich. Es ist natürlich MechWarrior 5 Clans. Hatte ich letztens im Stream auch schon gesagt, aber das ist ja auch nicht, verwunderlich. Also von diesen ganzen Spielen, die über so ein Jahr kommen, die meisten sind dann doch, wo ich so sage, ach Gott, das kann ich auch austauschen gegen einen anderen schönen Shooter oder gegen ein anderes Action-Adventure oder gegen ein anderes Open-World-Spiel oder gegen ein anderes Strategiespiel und tralala. Also bei so vielen Spielen gibt es, was die Kernerfahrung angeht, Alternativen. Also da könnte ich woanders hingehen, um das zu bekommen. Bei MechWarrior gibt es das nicht. Ich kann nirgendwo anders hingehen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Fluch insofern, als dass ich natürlich auf die total angewiesen bin und jetzt wahrscheinlich schon weiß, dass mir viele Sachen von denen, die ich jetzt ins normale MechWarrior 5 schon gemoddet habe, im MechWarrior 5 Clans fehlen werden. Segen aber insofern, als dass wenigstens noch irgendjemand MechWarrior-Spiele macht. Also so dankbar dafür sein, dass es das wenigstens noch irgendwie gibt, weil es einfach nichts Besseres gibt, als in so einem scheiß Mech drin zu setzen und damit durch die Gegend zu stampfen und andere Mechs abzuballern. Ich spiele das immer noch so gerne, dieses einfach das Grundkonzept davon. Ich hab in letzter Zeit irgendwie relativ viele so Mech-ähnliche Spiele wieder gespielt und ausprobiert und habe an vielen von denen auch Spaß, die so ein bisschen so Elemente und diese sagen wir mal, den optischen Aspekt davon auch ein bisschen mitbringen, selbst wenn es jetzt eher so in Mecha-Richtung geht, wie zum Beispiel jetzt auch ein Armored Core oder auch irgendwie jetzt, ich habe mir Slave Zero jetzt gekauft, irgendwie wieder zum Laufen gebracht oder Zone of the Enders 2 zum Beispiel, das Remaster. Finde ich alles immer von der Optik her auch ganz cool und sind auch durchaus ganz spannend, aber was halt das Spannende und Coole an den MechWarrior-Spielen immer war und was da immer so herausgestochen ist für mich, ist dieses sich abarbeiten am Gegner, weil du halt nicht, du ballerst keinen Lebensbalken runter, sondern die Viecher sind halt, haben halt verschiedene Trefferzonen und Punkte und du kannst halt je nachdem, was für eine Art von Gegner ist, gehst du halt auf die Beine oder versuchst irgendwie erst die Raketenpots vom Rücken runterzuschießen oder halt irgendwie dann die Flammenwerfer aus den Händen wegzuballern und so eine Geschichte. Und das ist ein Ansatz, der macht mir immer noch so einen Spaß und hebt das auch immer noch, wie ich finde, die Kämpfe immer noch über jedes andere Mech-Spiel hinaus, weil du eben halt diese taktische Ebene dazu hast. Dann auch mit der Hitze, dass du aufpassen musst, dass du nicht überhitzt und so, da könnten die Spiele mehr auch rausholen aus diesem ganzen Kram. Aber den Ansatz finde ich halt immer noch geil. Und jetzt bringen sie halt den nächsten Serienteil dummerweise
mit dem Namen 5 hinten dran. Also das Spiel heißt halt Macworld 5 Clans. Anrufen das und ist wirklich sagen? So dämlich, also es ist so dumm, unfassbar. Also man könnte sich nicht mehr irgendwie in den eigenen Schatten stellen. Statt das Ding einfach MacWarrior 6 Clans zu nennen, das ist so dämlich. Zumal ja, MacWarrior so 6 oder MacWarrior Clans oder MacWarrior. Oder MacWarrior, ja, einfach MacWarrior, fertig. Einfach. Und vor allem auch, weil es auch so, ich verstehe ja sogar noch die Logik dahinter mit diesem, dass es halt bei MacWarrior 2 und bei MacWarrior 4 so war, mit diesen, erst kamen die Kampagnen und dann kamen die Mercenaries-Versionen und jetzt war es halt umgedreht, da kam erst die Mercenaries-Version und jetzt kommt die Kampagnen-Version, weil das ja ein Kampagnenspiel sein wird, also du gehst halt einfach von Planet zu Planet und machst dann deine Missionen relativ geradlinig hintereinander, zumindest auch wahrscheinlich alles handgebaute Missionen, keine prozeduralen Missionen. So genau ist das alles noch nicht ganz raus, also es gibt noch nicht allzu viele Details, aber ist doch scheißegal, ob das früher vor 20 Jahren in den Spielen mal so war. Du willst doch jetzt irgendwie an dem Publikum ein neues Spiel bringen und dann nenn es wenigstens, wenn das alte Spiel schon 5 Jahre her ist, dann nenn es trotzdem MacWarrior 6 oder nenn es halt nur MacWarrior, weil es diejenigen, die es wissen, wie das Prinzip funktioniert, die kaufen das Scheißspiel sowieso. Denen bleibt doch gar nichts anderes übrig. Und du willst doch jetzt einem neuen Publikum das an den Mann bringen. Und das ist, wie kann man sich eigentlich so blöd anstellen? Das ist so dämlich. Wenn ich das nicht von dir wüsste und ich würde das auf Steam sehen und das erscheint, würde ich denken, ach so, MacWarrior 5 schon, das gibt es ja schon ein paar Jahre. Ja, eine Expansion DLC. Rausgekommen. Ja, das komisches Multiplayer-Add-on. Wenn ich das eh in einem Clan spiele, dann kann ich da mit anderen Mitspielern wahrscheinlich. Ja, mit Clans, der Name ist doch mal was. Aber das ist ja egal, mit den Clans. Aber es geht einfach um dieses MacWarrior 5 Doppelpunkt irgendwas. Die Assoziation und auch die absolut einzig richtige Assoziation ist einfach, das ist eine Erweiterung zu einem bestehenden Spiel und das ist schon irgendwie 3, 4, 5 Jahre alt. Ich dachte das bis vor 3 Minuten, ehrlich gesagt, dass das irgendeine Erweiterung von MacWarrior 5 ist. Ja, zumal die ganzen Erweiterungen vorher ja auch so heißen. MacWarrior 5. Doppelpunkt. So, und dann Doppelpunkt, da kommt der Name des DLCs. Also, das gibt es nicht. Man kann sich nicht selber mehr sein Spiel sabotieren als so. Es ist der und vor allem, mich ärgert das so sehr, weil das halt auch das Einzige ist. Wo soll ich denn hingehen, wenn es das nicht mehr gibt? Niemand in der Welt macht mir noch ein geiles Mech-Spiel. Du musst dir halt einen Mech bauen. Das gibt's doch wohl nicht. Es ist wirklich dumm. Also das ist so, meine Fresse, ey. Wir haben in letzter Zeit durchaus mal gesehen, so dieses, ihr habt einen Schuss noch übrig, hier X-Wing Squadrons mäßig. Ja, ihr braucht nicht hoffen, dass es beim zweiten Spiel dann nochmal besser wird. Nein, niemand gibt euch eine zweite Chance. Das ist so ärgerlich. Aber ich freue mich trotzdem mega drauf. Ich bin gespannt, wie der Wechsel auf die Unreal Engine 5 sich tatsächlich auswirkt, weil Unreal Engine 4 das Spiel technisch durchaus noch ein bisschen zurückgehalten hat. Ich bin gespannt, wie sie mit Größenverhältnissen umgehen, weil das war im 5er manchmal noch nicht ganz gut getroffen. Also es kam manchmal nicht rüber, wie die Größenverhältnisse sind. Und da könnte halt die 5er Engine auch sehr helfen, auch was so die Dschungeldarstellung und sowas angeht. Dafür ist die 5er einfach irre gut gebaut. Also die kann das von Hause aus schon so gut Welten bauen. Oder auch das klassische MacWarrior-Setting, der Sand-Canyon. Das ist halt was dafür ist diese Engine an sich prädestiniert. Also die ist einfach von Hause aus, macht die das schon. Aber wenn du jetzt noch volumetrisches Licht dazu bringst, das wertet schon den 4er mit Mods so auf. Bin ich super gespannt. Und wenn es von Hause aus dann einfach schon, wenn sie die Engine gut nutzen, gut ausnutzen, dann bringt es von Hause aus schon so viel gute und wichtige so Beleuchtungsgeschichten mit. Und ich hoffe, sie machen die Cockpits diesmal ein bisschen besser, dass man Glas einfach besser erkennt. Und auch so sagt, es gibt halt, könnte man jetzt auch sagen, ja, ist ja nicht so wild, ne? Aber ist halt, du sitzt halt die ganze Zeit im Cockpit. Das Cockpit muss perfekt sein. Es muss Glas muss als Glas erkennbar sein. Das finde ich beim Flight Simulator immer so geil. Oder auch bei Ace Combat oder so. Wenn du mit dem Stick ein bisschen zur Seite guckst, dann siehst du diese kleinen Kratzer im Glas, im Cockpitglas. Das finde ich eine der coolsten Sachen in Flugsimulationen, wenn du diese kleinen Beschädigungen im Glas erkennen kannst. Oder auch so ganz leichter Dreck auf dem Glas drauf. Das muss einfach drin sein. Weil das ist halt dein Arbeitsplatz, den hast du die ganze Zeit vor der Nase. Es ist wie Waffendesign in einem Ego-Shooter. Wenn es nicht gut ist, dann leidet das ganze Spiel drunter. Also, bin gespannt, was sie draus machen. Also ich hoffe, dass es, ich meine, bei dem Ding wahrscheinlich werden jetzt nicht wie beim 5er so viele DLCs dann hinterherkommen. Ich hoffe, es wird halt ein guter Schuss, der noch was taugt und danach wird es wahrscheinlich auch nie wieder ein MacWarrior-Spiel geben. Was ich einfach nicht lohnen wird. Wieder. Das kommt alles in Wellen. Das, diese Marke braucht eine Netflix-Serie.
Dann das kannst du ja MechWarrior 5 einfach die nächsten 20 Jahre immer noch schöner modden und noch mal besser modden. Und dann machst du auch. Also, wo ist der Unterschied? Dann moddest du es einfach so, dass das irgendwann MechWarrior 6 und nennen und publishen kannst. Schreibe einfach auf bei mir zu Hause. Genau. Ja, das ist mein letztes Spiel gewesen. Gut, mein letztes Spiel ist eigentlich nicht nur ein Spiel, aber ich muss mich jetzt entscheiden. Auch da werden wir, wenn das hier ausgestrahlt wird, mehr drüber wissen. Und ich habe mich lange überlegt, ob ich das jetzt mit reinnehme. Ich hätte gerne Fable reingenommen, aber ich glaube nicht dran, dass Fable noch 2024 erscheint. Aber von den ganzen großen Microsoft-Dingern, die sie schon gezeigt haben, zumal es auch wenigstens in Engine war, was sie im letzten Teaser gezeigt haben, mag ich so ein märchenhaftes Rollenspiel, gerade wenn es so Riesen und kleine Wesen verglichen mit Riesen und diese Nachtperspektive, also wie sieht die Nacht da aus und wie märchenhaft sieht das alles aus? Das hat mich sehr angemacht, aber weil es noch so weit weg ist, habe ich das jetzt nicht gewählt, sondern ich habe Avowed gewählt tatsächlich, weil ich erst skeptisch war, nachdem da mehr davon zu sehen war, als nach dem ersten Teaser. Der erste Teaser sah ja aus wie, ja komm hier, Render-Firma, render mir mal irgendwas, wie einer mit einem Schwert und so einem leuchtenden Stab durch eine Höhle geht, damit die ganzen Skyrim-Fans anspringen. Das war bei den letzten gezeigten Szenen nicht mehr der Fall, sondern das sah irgendwie sehr viel bunter aus, eher so wie so ein Kingdoms of Amalur, Ego-Perspektive, Rollenspiel, eben nicht düster, schmutzig, grau, Mittelalter, sondern irgendwie viel fresher, bunter, wo man sich erstmal dran gewöhnen musste. Und es hat auch immer noch einen scheiß Namen. Avowed ist ein scheiß Name für ein Rollenspiel. Ja. Man kann sich da was, kann sich da was drunter vorstellen. Ich glaube aber, dass es. Ja, Avowed klingt ein bisschen wie so ein, ne, so ein Sanitätshaus. Der neue Stützstrumpf von Avowed. Ja, mal sehen. Ich glaube, das könnte was werden. Und warum? Weil Obsidian dahinter steckt und ich bin kein Fallout-Fan und mochte The Outer Worlds trotzdem. Ich freue mich mal wieder auf ein klassisches Fantasy-Rollenspiel, gerne auch aus der Ego-Perspektive. Ich mag das mit einer Fackel und einem Schwert in eine Höhle reingehen. Und wenn die Höhle dann bunter ist, als man sie aus Skyrim kennt, dann ist es auch in Ordnung. Weil Obsidian garantiert in einer eher übersichtlichen Welt sich coole kleine Geschichten ausdenkt mit coolen Charakteren, die irgendwie spaßig sind und wo ich nette Questketten habe, die gut geschrieben sind. Und jetzt haben wir das von Bethesda schon lange nicht mehr bekommen. Und dann kriegen wir es ja vielleicht von Obsidian. Ich bin gespannt. Und wenn ihr das hier hört, dann wissen wir da auch schon mehr drüber. Ich glaube, dass die Szene, die wir zuletzt gesehen haben, ein paar Leute verschreckt hat. Ich glaube trotzdem, dass das was Nettes werden kann. Von den heute genannten Spielen sicherlich das, wo ich am vorsichtigsten bin, dass ich es lange spiele, aber ich freue mich trotzdem drauf. So. Das war das. Soll ich dann gleich mit meinem einen Runner-Up weitermachen? Bitte? Vorher nur noch Pillars 1 und 2 durchspielen. Nee. Weil das ja im selben Universum ist. Ja, Pillars 1 mochte ich tatsächlich ganz gerne. Das hat kein cooles Kampfsystem, aber die Quests und das Worldbuilding und so und mich dadurch die Welt bewegen, das mochte ich wirklich sehr. Ich fand da die Kämpfe scheiße. Und die wären ja jetzt anders, ne? Aber die Welt fand ich cool. Ja. Wenn es da, ne, mehr Geschichten in der Welt, bitte gerne. Dann mache ich jetzt auch noch gleich mein Runner-Up, weil ich, ne, dann bin ich auch durch soweit. Ich freue mich total auf das versehentlich geleakte und dann doch bestätigte Remake von, oder Remaster, mehr Remaster als das letzte Remaster war von Beyond Good and Evil. Mhm. Weil auch das, charmante Charaktere, bunte, sympathische Welt und das hat was ich jetzt zuletzt bei Spider-Man gesehen habe, nämlich so ein simples Stealth-Gameplay an vielen Stellen. Also es ist kein Stealth-Spiel, ne? Ich fotografiere da ja auch viel oder fahre mit meinem Boot rum und mache da so kleine Rätselquests und solche Dinge. Aber viel ist eben auch gegen die, wie heißt die Alpha-Abteilung, dass man in so kleinen Basen rumläuft und sich vor diesen ganz plakativen Gegnern versteckt, die so einen roten Laser aus dem Kopf haben, wo du ganz klar siehst, wo der hinschaut und wo er nicht hinschaut. Und dem musst du halt aus dem Weg stealthen. Und so ähnlich ist es bei Spider-Man auch, wo ich gemerkt habe, dass ich eben so Hardcore-Stealth-Spiele, was ich so Hitman und so, und ich glaube, ja, obwohl, wenn sie ein neues Thief machen würden, würde ich es wahrscheinlich auch geil finden, aber je hardcoreiger Stealth es wird, desto mehr stört mich das. Und ich mag irgendwie, wenn ich Stealth-Passagen in einem Spiel habe, die aber an sich ganz simpel sind. So, ich schaue, wo der Gegner hingeht, ich gehe in eine andere Richtung, ich verstecke mich da und wenn er vorbeigegangen ist, dann gehe ich einen Schritt weiter. Das reicht mir schon. Da muss ich gar nicht unbedingt Gegner betäuben,
oder vielleicht kurzzeitig. Ich muss auch nicht irgendwie dauernd mich irgendwo reinhacken und irgendwelche Leute da hier ablenken und so. Und da reicht es mir oft schon, wenn ich eine Flasche schmeiße und dann, was ist hier los? Und dann hinten vorbei, das reicht mir für so gewisses spannendes Stealthen, reicht mir das schon. Und Beyond Good and Evil kann das, der Rest ist auch super dran. Und jetzt halt auch in der Fassung, weil das letzte Remaster ist auch schon ein bisschen angestaubt, habe ich Bock drauf. Wird wahrscheinlich nicht teuer und ich glaube, das wird was. Ja. Schauen wir mal. Freue mich auch drauf. Damit bin ich durch für heute. Dann nehme ich als Runner-up noch das Gothic Remake, was ja für das zweite Halbjahr 2024 so grob angekündigt ist. Gar nicht so sehr, weil ich mich spezifisch auf das Game freue. Ich habe das vor einer Weile nochmal gespielt gehabt, da hatte ich mir für ein Let's Play das schön gemoddet und so, dann sah es auch nochmal echt ganz ansehnlich aus. Die Steuerung war zwar mies und so. Freue mich natürlich trotzdem, wenn immer da neue Leute mal Zugang finden. Hat mir natürlich jetzt gerade mit den Switch-Releases von Gothic 1 und 2, die dann zum Teil auch ganz gut gelungen waren. Und wenn nochmal ein richtiges Remake rauskommt, spiele ich das auf jeden Fall auch nochmal. Und wie gesagt, neue Leute finden das. Das finde ich alles ganz schön. Aber ich hoffe mir einfach davon dann auch wieder so einen Push in die Richtung, dass erkannt wird, was auch möglich ist in diesen Spielen. Du hast ja gerade darüber gesprochen, dass Piranha Bytes halt jetzt ziemlich sicher zumacht, dass da gerade in der Schließung begriffen ist. Die Entwicklung war da auch nicht immer glücklich. Ne? So nach Gothic 1 und 2, den wirklich guten Spielen, war dann das problematische Gothic 3. Dann war Risen 1 wieder ziemlich cool, sehr, sehr cool. Und Risen 2 war dann wieder schon ein bisschen, dann Alex war wieder ziemlich cool, Alex 2 war dann schon wieder schwächer. Also die haben ja auch auf Dauer kein glückliches Händchen gehabt und haben sich dann auch nicht so wirklich mit ihren wirklich guten Ideen weiterentwickeln können, die irgendwie ergänzen können, um dass praktisch die wirklich guten Sachen erhalten bleiben, aber dass sie ihre Schwächen, die sie auch haben, die sind irgendwann halt nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr tragbar und das war das Problem. Aber mit einem guten Gothic Remake habe ich die Hoffnung, dass man diese Stärken nochmal richtig rausarbeiten kann, gleichzeitig solche Schwächen wie Kampfsystem und Steuerung auf ein modernes Niveau bringen kann und da dann aber genau das auch für ein größeres Publikum nochmal zeigt, was eben andere Spiele nicht haben und dass es durchaus wert ist, diesen Ansatz zu verfolgen. Und das kann dann entweder sich daran äußern, dass Leute sowas einfach dann fordern oder man einfach den Verkäufen sieht, dass das beliebt ist, dass vielleicht auch, wie das jetzt stattfinden wird, dass die Leute von Piranha Bytes ja irgendwie hoffentlich entweder woanders unterkommen oder schaffen, vielleicht sich selber neu zu formieren. Ja, und dann vielleicht auch, weil sie haben immer noch in Deutschland einen guten Leumund, eine Fangemeinschaft. Und wenn die mit einem guten Konzept sich da nochmal neu formieren würden und sagen würden, okay, das ist viel schiefgelaufen, auch es war auch ein bisschen unglücklich natürlich dann mit jetzt dann auch Embracer, die jetzt ja dann für das Gothic Remake damit verantwortlich sind und alle solche Sachen, diese ganze Geschichte in den letzten 2-3 Jahren ist auch von der Branche halt recht kompliziert gewesen. Aber wenn die sich davon absetzen können und dann das rausarbeiten können, glaubhaft, dass sie da einen Ansatz haben, um aber das zurückzubringen, das wäre halt dann gerade auf einem Fundament von einem guten Gothic Remake, glaube ich, sehr viel glaubwürdiger und sehr viel wahrscheinlicher. Und allein aus diesem Grund hoffe ich, dass es gut wird und dass es dann auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Weil es einfach wichtig ist für das Genre an sich, finde ich, weil das diesen Input durchaus gebrauchen kann, auch wenn wir gerade wirklich sagen, im letzten Jahr und auch jetzt, wie es aussieht, schon wieder in einer sehr guten Zeit für Rollenspiele sind, so ist es nicht, aber trotzdem kann auch gerade nochmal ein anderer Input da nicht schaden und ich denke aber auch gerade für die deutsche Szene kann das ein wichtiger Punkt nochmal sein, einfach zu zeigen, weil die deutsche Szene hat ihre Stärken in bestimmten Bereichen, wie wir gesehen haben und ich finde gerade diese Art von Spiel und diese Art von Rollenspiel und diese bestimmte Art von Gameplay und Erzählung gehört durchaus zu den deutschen Stärken und das nochmal auch rauszustellen wäre dann auch wichtig, deswegen ist das was ich gern sehen würde. Ein europäisches Mittelalter-Fantasy-Rollenspiel aus Deutschland, was so ein bisschen Richtung Gothic geht, das fände ich, wäre was ich sehr gerne von hier mal irgendwie sehen würde. Weil ja, ich vielleicht glaube, Mittelalter oder so ein. Ich glaube, wir brauchen schon so ein sehr geerdetes Fantasy, wie es Gothic ist. Genau, Wald und Wiese. Du brauchst Wald und Wiese als Startpunkt. Weil es wäre halt echt gut, wenn sowas mal aus Deutschland kommen würde, dass es halt dann eben nicht nur einen Kingdom Come, ein Witcher und so, sondern dass, wenn wir halt auch mal zeigen würden, können wir auch. Und das können wir. Das kann die deutsche Szene. Da bin ich fest von überzeugt, dass das bei uns drin steckt, weil man merkt, es gibt einfach so bestimmte DNA. Das ist ehrlich gesagt auch nicht, weil ich hab's nicht gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, welches Team, weil ehrlich gesagt war Kingdom Come mit Warhorse das ist so gut. Ein Ausnahmefall. Ne? Ja, ich sag nicht, dass es sehr konsequent ist und normalerweise brauchst du als Studio schon erstmal
du musst das gleiche Spiel eigentlich mehrmals machen, bis dann der eine Kracher kommt. Und ich sehe das Studio in Deutschland jetzt gerade noch nicht. Ich sage ja nicht, dass ich konkret das Studio international sehe, konkurrenzfähiges oder zumindest mitteleuropäisch konkurrenzfähiges Fantasy-Mittelalter-Rollenspiel aus dem Boden wuppen. Das glaube ich nicht. Weil selbst wenn man es den guten deutschen Studios gibt, keine Ahnung, die haben eher Sci-Fi gemacht in den letzten Jahren. Ob es jetzt in der Fischlab sind oder Everspace-Macher, also Die Leute sind vielleicht irgendwo da in Deutschland, aber sie sind nicht als Team formiert irgendwo. Ja. Also auch in Deck 13 zum Beispiel, das Atlas Fallen hat schon durchaus seine Probleme und ist, glaube ich, was das Thema und die Ausrichtung angeht, auch einfach da schon in die falsche Richtung gelaufen. Also die Leute sind vielleicht da, aber sie sind nicht in der Form formiert, dass das auch irgendwie ein Ergebnis dabei rauskommen könnte. Ich glaube, die Bausteine sind da. Das ist die Sache. Und die DNA ist da und das Verständnis dafür. Nicht sofort das Studio. Und deswegen meine ich halt, das wäre jetzt nicht ein sofortiger Effekt, aber es würde eben vielleicht wie so ein Leuchtturm funktionieren, dass es zeigt, dass das doch wieder interessant ist, dass das immer noch eine Faszination hat und dass sich darum dann so eine Keimzelle bilden kann aus dieser Idee heraus. So. Das ist die Hoffnung. Ich dachte, das ist jetzt nicht sofort das, was passiert. Aber deswegen wünsche ich mir eben einen Erfolg von dem Gothic Remake, weil das dann der Startpunkt für so eine Entwicklung sein kann. Ja. Schauen wir mal, was tatsächlich bei rauskommt. Wir werden ja wahrscheinlich sowieso, also hoffe ich zumindest mal, dass es irgendwie hinhaut, die ein oder andere interessante neue Entwicklung aus dem deutschen Spielemarkt in den nächsten Jahren sehen oder sehen müssen, weil sonst würde das heißen, dass eigentlich alle fähigen Leute abgewandert sind ins Ausland. Wenn wir es nicht irgendwie demnächst sehen, weil wenn man sich überlegt, welche Studios jetzt alle so links und rechts zumachen oder strugglen, irgendwo müssen die Leute hin. Also entweder sie verlassen den Spielemarkt oder sie verlassen Deutschland. Oder wir sehen mal irgendwo das Ergebnis davon, dass dieses ganze Talent da ist und irgendwie auch sinnvoll zusammengebracht werden kann. Ich meine nicht das nächste Mobile-Spiel. Auch wenn das am Ende vielleicht deutlich mehr Geld machen würde. Ja, man darf Shin'en nicht vergessen hier in Fürstenried. Oder Shin'en, wie heißen die Shin'en? Die super Spiele trotzdem immer machen, die man aber immer vergisst. The Tourist. The Tourist, das war der Wahnsinn. Das Rennspiel auch, ne? Man sieht aber trotzdem, dass die Leute dafür schon begeisterungsfähig sind, dass die Leute da durchaus auch, wenn das glaubwürdig rübergebracht wird, da bereit sind, entgegenzukommen an so einem Spiel wie Pioneers of Pagonia, wo dann einfach ein Wertig kommt und sehr glaubhaft machen kann, dass er eine gute Idee hat, eine Vision und das auch umsetzen kann. Und dann ist sofort eine relativ große Fangemeinschaft steht da bereit, um das zu unterstützen und auch ein bisschen Hype zu generieren. Und das könnte ein Piranha Bytes, Ex-Piranha Bytes Mitarbeiter, die sich wirklich dann nochmal einen Schritt zurückgehen und sich auf ihre Stärken besinnen und sagen, okay, dann nutzen wir aber vielleicht auch eben eine Unreal Engine 5 zum Beispiel, damit wir uns mit dem Technik-Scheiß, den wir nicht gut können, nicht irgendwie da uns das Leben zu schwer machen und dann konzentrieren wir uns auf unsere Sachen. Und da noch jemand, der ihnen das halt irgendwie, das einfach vielleicht ein guter PR-Manager im positiven Sinne, es wird immer so negativ dargestellt, aber einfach jemand, der das nicht irgendwie Bullshit verkauft, sondern der wirklich die genuinen Wünsche und Vorstellungen dieser Entwickler, die ja gute Ideen haben, gut an die Leute vermitteln kann. Und dann hast du da praktisch fast ein Erfolgsrezept. Da wird es so viele Leute geben, die in Deutschland das gerne unterstützen werden und wollen, dass es möglich ist. Also da muss es Pioneers of Pagonia zum Beispiel auch nicht unbedingt so groß ist. Also es ist, glaube ich, in der medialen Wahrnehmung größer gewesen, als es tatsächlich am Ende war. Also All-Time-Player-Peak ist bei 6,5. Aktuell spielen 650 Leute. Es ist überschaubarer, als man vielleicht von dem Namen, wie es jetzt so zuletzt klang, denken würde. Aber ich verstehe, was du meinst. Also diese Richtung. Also ich bin auch mal gespannt, ob wir zum Beispiel jetzt dann auch öfter mal Nachrichten mit Team so und so Ex-Gothic-Entwickler, Ex-Edex-Entwickler arbeiten an Spiel XY. Ja. Weil dasselbe lesen wir ja ständig mit Ex-Witcher-Entwickler. Ex-Witcher, Es ist fast immer das Aushängeschild für, oh, schaut mal kurz hin, was die gerade machen. Und wenn es nur ein guck doch mal ist. Und das wäre natürlich cool, wenn es bei den Gothic-Leuten auch der Fall wäre. Und wenn dann auch tatsächlich mal auch mal ein bisschen größere Projekte dabei rauskommen würden. Also ich will jetzt nicht unbedingt nur das nächste Kleinprojekt und so haben, was immer nur so ein bisschen im Ansatz schimmert von dem, wo es vielleicht mal hingehen könnte, sondern
mal so einen richtigen Strahle-Ding, das wäre halt auch mal cool. Naja, egal. Wir werden es sehen in den nächsten Monaten. Ja, dann mache ich auch noch schnell einen Runner-Up. Mein Runner-Up ist das zweite Outcast. Ich habe Sorgen, dass es am Ende wirklich ein durchweg gutes Spiel wird. Ich glaube fest dran, dass es ein Flop wird. Leider, leider Gottes, weil sich niemand dafür interessiert und es wahrscheinlich dann auch am Ende völlig am Markt vorbeigehen wird. Aber ich habe da eine Grundsympathie drin gefunden beim Spielen, dem Spiel gegenüber und freue mich deshalb sehr drauf. Bin sehr gespannt, wie sie den Anfang neu überarbeiten werden, weil da wollen sie noch eine ganze Menge machen. Bin gespannt, ob sie vielleicht doch noch ein bisschen was Interface und bedienungsmäßig machen, um das ein bisschen mehr in Richtung des Originals zu schieben, was unverständlicherweise leider nicht ist und was eine, glaube ich, liegen gelassene Chance ist, zumindest wenn man irgendwie die alten Fans auch abholen will. Keine Ahnung, dass es jetzt zu knapp gewesen ist, um da noch was, um noch was zu machen, aber ich finde es halt auch, weil weil es wieder diesen Gothic-Ansatz mit dem, was die Charaktere angeht, drin hat. Das ist mir inzwischen doch in Spielen oft so wichtig, dass diese Figuren mir nicht so völlig egal sind. Und das ist halt wirklich bei allen von, also fast allen von den großen Open-World-Spielen, ich kann diese Art der Dialoge nicht mehr hören. Es ist alles so. Also dieser typische Horizon-Dialog, der typische Ubisoft-Open-World-Spiel-Dialog, das ist, ich pack das nicht mehr. Und auch diese Figuren, diese Hauptfiguren, die sind, also die, so ein öder Scheiß. Das, gibt's das ist bei Avatar so krass und bei Hogwarts und so auch, wenn du schon, ist auch irgendwie so ein Trend gewesen im letzten Jahr, dass du total unverhohlen dir gar nicht mehr Mühe gibst, dass du Leuten irgendwie eine Persönlichkeit gibst, sondern sie nur noch als Ansage fungieren. Du kommst irgendwo hin und dann siehst schon, oje, oje, oje. Und dann so, hi, wer bist du, was machst du? Ja, ich ernte hier diese Dinger. Solltest du auch tun. Die gibt es hier nämlich überall. Denn die kannst du dann, wenn du viele davon geerntet hast, kannst du die umwandeln in irgendwas und so. Also achte drauf, wenn du hier in der Gegend rumläufst, dass du dich umschaust und wenn du so Dinger siehst, dann nimm sie mit und so weiter. So, das ist dann der Dialog mit der Figur. So, nee. Ja, furchtbar. Dann lass ich mich lieber von so einem Gothic-Bauern beschimpfen. Ja. Oder gebe ihm einmal die Aufgabe, irgendwie drei Rüben ernten und dann war es das auch schon wieder. Und trotzdem hat der Gothic-Bauer mit seinen vier Polygonen mehr Persönlichkeit als jeder Navi in Pandora. Ja. Furchtbar. Ganz schlimmer drin. Aber das an einer anderen Stelle. Machen wir mal eine Rant-Folge. Könnten wir echt mal machen. Sachen, die uns so ankotzen an Spielen, dass alles vorbei ist. Das ist nicht jede von unseren Videos. Nicht so kondensiert. Aber braucht die Welt noch einen, den nächsten Podcast, wo drei alte Männer über Spiele rumranten? Das ist doch, das gibt's doch nicht mehr. Ja, nein. Braucht wahrscheinlich wirklich niemand. Aber egal. Gut, ja, gut. Das war unser kleiner Spieleausblick auf 2024. Wenn es euch gefallen hat, sagt uns das. Unterstützt uns bei Patreon, gebt uns hohe Bewertungen bei Apple iTunes, gebt uns Sterne bei das ist, Spotify. Glaub ich, das Wichtigste. Aufmerksamkeit ist super. Genau. Und sagt uns bitte gerne auch bei Discord, was eure meist erwarteten Spiele des Jahres sind. Wer mehr von uns zu diesen Themen hören möchte, der ist natürlich auch herzlich eingeladen, uns bei Twitch.tv GameStar zu verfolgen, wenn wir da Live-Sendungen zum Thema machen. Wir sind auch da in den Talks immer mal wieder dabei. Fritz macht sehr, sehr viele Videos auf dem GameStar-YouTube-Kanal mit vielen seiner Einsichten. Genau, wird glaube ich, ein ganz okayes Spielejahr. Ich persönlich bin froh, dass die erste Hälfte des Jahres vor allem eher zum Nachholen älterer Titel oder Spielen vom letzten Jahr geeignet sein wird. Jetzt so die richtigen Brecher, da finde ich jetzt noch nicht so kommen, aber mal schauen. Es gibt ja auch noch ganz viele kleine Titel, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen und Geheimtipps da reden. Ja. Genau. Wunderbar. Na dann, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, egal wo es, auf welchem Kanal ihr das auch immer getan habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.